Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute bin ich im Gespräch mit Erhard Meyer-Gahlo. Erhard Meyer-Gahlo war Vorstandsvorsitzender zahlreicher Unternehmen, unter anderem der Brenntag AG, der Stinnes AG. Er ist Redner, er ist Stifter, er ist Autor von einigen Büchern, die wir hier gleich auch einmal, denke ich, berühren werden. Und vor allem hat mich aufmerksam gemacht auf ihn ein Interview, das er mit Robert Zibis geführt hat für Oval Media. Und wir wollen heute daran ein bisschen anschließen und auch uns fragen, was ist denn überhaupt der Sinn der Krise und wie können die Menschen heute, wie kann der moderne Mensch die Krise vielleicht sogar nutzen, seinen verloren gegangenen Sinn zu finden. Herr Meyer-Gahlo, schön, dass Sie da sind. Ja, Herr Kaiser, vielen Dank. Ich bin gerne gekommen, nachdem ich ja schon Ihr Wirken im Netz beobachtet habe und meine Kinder auch Sie sehr wertschätzen, besonders auch über Ihre Artikulation. Besonders liebe ich Ihre Statements in der freien Natur, die Sie so aus dem Ärmel schütteln. Also ich freue mich sehr auf das Gespräch. Da ich hier immer versuche, achtsam durchs Leben zu gehen, hatte ich heute Morgen schon zwei Erlebnisse, die ich als Intro ganz gerne mal bringen möchte. Ich saß im Hotel und frühstückte und die Bedienung kam auf mich zu und sagte, sind Sie der Reiseführer von dieser Reisegruppe hier? Und da habe ich gesagt, nein, wie kommen Sie denn auf die Idee? Und da sagte ich, ja, Sie wirken so. Da habe ich gesagt, ja, nee, möchte ich eigentlich nicht. Ich habe dann also die Reiseführung nicht übernommen, sondern habe dann lieber mir überlegt, dass ich zu Ihnen fahre. Und eigentlich möchte ich auch kein Reiseführer sein, sondern eher ein Reisebegleiter. Weil führen heißt ja meistens, du machst das jetzt, das will ich nicht. Deswegen als Vorbemerkung, also es ist nicht meine Intention, missionarisch durch mein Reden und Schreiben andere Menschen verändern zu wollen. Das kann ich gar nicht, das habe ich auch bei meinen Lehrern gelernt. Sondern meine Intention ist es, einfach aus meinem Leben zu sprechen und meine Erfahrungen zu schildern und dadurch Impulse zu setzen, weil es ja dann auch sehr oft vorkommen könnte, dass Zuschauer und Zuhörer das aufnehmen und sagen, ach ja, könnte ich mal probieren. Also wenn wir das heute erreichen, bin ich ganz glücklich, könnten wir mal probieren. Das ist meine Intention. Das Zweite ist, dass wir heute, wenn wir über die Frage sprechen, wie gewinnt der Mensch wieder den Sinn fürs Leben, dass wir über eine Wirklichkeit sprechen, die wir gar nicht richtig benennen können, geschweige denn begreifen können. Und dennoch immer wieder mit Worten versuchen, sie zu beschreiben, wie wir es jetzt auch machen werden. Deswegen schafft man die Fokussierung und Zeichnung nie so ganz genau. Aber wir müssen einfach auch darüber reden. Ich komme später noch mal dazu. Und deswegen als Vorbemerkung, wir bemühen uns jetzt, über was zu reden, was wir weder verstanden haben, vielleicht erfahren haben. So. Das zweite Erlebnis hier, dieses Schloss, ist also im Nebel und ich bin von Halle hier im Nebel hingefahren und mache so die Augen zu und mache auf, alles voller Nebel und denke, ja, ist ja klar, zurzeit sind die Menschen alle im Nebel. Ja? Keiner weiß, wie er sich orientieren soll. Wo ist denn die Orientierung geblieben? Die war ja schon vor der Corona-Krise abhanden gekommen. Jetzt sind wir alle im Nebel und Orientierung kommt ja von Oriri, sich erheben. Ja, also Orientierung kriegt man eigentlich nur, wenn man sich erhebt. Ja, und dann zuhört und weiß, wo es lang geht, wenn man auch Menschen hat, die dabei helfen. Also vielleicht so viel mal zur Vorbemerkung. Der Sinn des Lebens. Die große Frage, die mich auch mein Leben lang beschäftigt hat, ich schieße einfach mal so in unser Gespräch zwei Definitionen, über die ich nachher weiter ausführe. Mein erster Lehrer, Karl Fried Graf Dürkheim aus Todtmoos-Rutte, auf die Frage, was ist der Sinn des Lebens, hat immer gesagt, der Sinn des Lebens ist Transparenz für die immanente Transzendenz. Das führe ich da später noch aus. Also das, er hat ein bisschen kompliziertes Wording, aber das trifft es ganz genau. Der zweite, Hans-Peter Dürr, auf die Frage, der Quantenphysiker und Heisenberg-Schüler, viele Jahre leitet das Max-Planck-Institut für Physik in München, mit dem war ich jahrelang befreundet. Wenn ich ihn frage, Hans-Peter, was ist der Sinn des Lebens, dann schießt er auch einfach so und sagt, das Lebende lebendiger werden lassen. Das Lebende lebendiger werden lassen. Immer dann, wenn du wirkst, das Lebende lebendiger werden lassen. Ich komme da später noch dazu, wenn wir über verschiedene Praktiken reden, was er damit eigentlich gemeint hat.
Und wenn ich jetzt Carl Gustav Jung fragen würde, der auch vorkommt in unserem Gespräch, Sie haben sich der Junge Neumann auch genähert, der hätte ganz klar gesagt, ist sogar ganz klar, was ist der Sinn des Lebens? Individuation. Sprechen wir auch nachher drüber, was das ist. Ja, also da Sie eigentlich geplant hatten, mit Jochen Kirchhoff mir ein Gespräch heute zu führen, worüber ich mich sehr gefreut habe, aber er kann ja aus irgendwelchen Gründen nicht kommen. Deswegen würde ich ganz gerne mal auf Ihre Frage, wie erfährt man den Sinn des Lebens, anschließend an das, was er gesagt hat und das, was Sie gesagt haben. Dann merken Sie auch gleich, was bei mir hängen geblieben ist in dem großartigen Interview vor 3-4 Wochen. Ja, ja. Also Kirchhoff hat gesagt, der Mensch hat doch eine Bewusstseinsaufgabe auf dieser Welt. Aber wir sind in einer Ausgrenzungsgesellschaft ja leider gelandet. Ich bin entsetzt, 1,5 Jahre bin ich entsetzt. Die Menschen entwickeln sich so devot. Wir haben doch kluge Köpfe in der Republik, wo sind die eigentlich alle? Und wenn man alles doch bejaht, gibt man sich selbst doch auf. Es fehlt den Menschen der Sinn. Der Sinn ist völlig abhanden gekommen, sagt Kirchhoff, wie ausgeblasen. Man endet in materialistisch-nihilistischen Verhaltensweisen und die Frage nach dem Sinn und die Erkenntnis ist wie ausgeblasen. Aber der Mensch hat doch ein tiefes Verlangen nach Sinn, sagt Kirchhoff. Jeder Kult, jede Kultur ohne Transzendenz ist einfach plumpe Materialisierung. Der Mensch hat das ganze Potenzial der Kreativität und der Transzendenz. Das Ahnen, das mehr in uns angelegt ist, ist doch so unglaublich wichtig. Wo ist das Ahnen denn eigentlich überhaupt geblieben? Und Sie haben dann gesagt, ja, wo ist denn die Sehnsucht des Menschen eigentlich geblieben? Mhm. Kirchhoff sagt, ja, wir bemühen uns ja als Philosophen, durch Denken weiterzukommen. Der Mensch, der Moderne, ist ja in einer Sackgasse gelandet. Ich denke an Holubek. Die Moderne zerstört sich selbst. Und wir müssen einfach erkennen, wie wir da rauskommen. Er sprach dann über die Wesenhaftigkeit der Dinge. Über Wesen spreche ich auch nachher bei Dürkheim. Und dass die Naturwissenschaftler eigentlich gar nichts wissen. Da spreche ich auch nachher drüber. Fragten Sie ihn, wie kann man das Wesen denn erkennen? Da werde ich auch eine Antwort drauf geben, im Dürkheimschen Sinne, was überhaupt Wesen ist. Und zum Schluss dann eben die Erkenntnis, eigentlich ist das Ich oder der Sinn des Lebens ist eigentlich ein Mysterium. Ein Mysterium. Da fällt mir dann ein, Karl Rahner, der Mensch der Zukunft wird ein Mystiker sein oder wird gar nicht mehr sein. Ja, ja, es ist schon darum, es geht darum, wie wir in die mystische Erfahrung gehen. Und Kirchhoff sagt natürlich als Philosoph ganz klar, der vertiefende Denken müsste doch zur Erkenntnis führen, was im Menschen angelegt ist. Ich würde sagen, vertiefende Erfahrung, das auch im Nicht-Denkraum müsste dazu führen, was im Menschen angelegt ist. Und dann kommt das Ahnen und hinterher erfüllt sich auch das Ahnen. Und Kirchhoff sagt dann zum Schluss, und damit höre ich dann noch auf zu zitieren, wir kommen dann zu uns, wenn man ahnt, dann erfüllt sich das doch später. Und wichtig ist es, immer an die Grenze des Rationalen zu gehen. Und das gehen wir heute. An die Grenze des Rationalen zu gehen. An die Grenze des Personalen zu gehen, ins Transpersonale. Das bemühen wir uns heute mal. Sie haben mich gebeten, dass wir auch heute im Interview ganz über praktische Dinge reden, aus meiner Erfahrung. Ja, wie geht das denn? Wie kann man den Sinn des Lebens erfahren? Da will ich dann gleich nachher zur Stellung nehmen. Das sind für mich alles Einflugschneisen aus verschiedenen Richtungen. Aber ich will das doppelte Drama des Menschen noch mal wirklich schildern in dieser Krise. Der Mensch, der Moderne, der sich auf Ratio und Denken konzentriert hat, hat ja den Sinn fürs Leben eigentlich verloren. Er hat den Bruch vollzogen zu seiner inneren Distanz. Er hat eine Maske auf, damit die Außenwelt nicht sieht, was alles in ihm schlummert. Und damit man auch nicht sieht, was er verbergen will. Aber das Thema Maske passt sehr schön in unsere heutige Zeit.
Denn ich denke an die griechische Tragödie, wo die Schauspieler Masken auf hatten. Und die Idee war ja, dass die Schauspieler durch die Maske die Botschaft der Götter transportieren zum Publikum. Und da war übrigens bei den Meetings Anwesenheitspflicht. Ja, wäre schön, wenn wir heute Anwesenheitspflicht hätten. Also die Aufgabe der Schauspieler, durch die durchlässige Maske die Götterbotschaft zu vermitteln. Ja, wenn ich nichts zu vermitteln habe, ja, wenn ich nicht gewachsen bin, um göttliche Botschaften zu vermitteln, ist die Maske zu. Das ist das eine Drama. Es kommt nichts von innen nach außen, weil die Maske zu ist. Jetzt sind wir in der Corona-Krise, jetzt kommt das zweite Drama. Wir binden uns Masken um. Das ist ja, man muss das wirklich auch mal psychologisch untersuchen. Das ist ja nicht nur jetzt der angebliche Schutz vor irgendwelchen Viren. Da kann man diskutieren, ob es überhaupt was nützt. Sondern ist die Abspaltung vom Du. Wenn ich eine Maske aufsetze, trenne ich mich von der Außenwelt. Ich trenne mich vom Du. Ich kann mich nicht mehr im Du erfahren, wie Martin Buber sagt. Das heißt, und ich habe die Maske auf, wo nichts durchkommt. Ja, so. Und wenn die Menschen so aussehen, dann sehen sie noch in glückliche Augen. Aber haben Sie schon gesehen, die Augen oberhalb von Masken, die sind alle ganz traurig. Die spüren das Dilemma, aber der Mensch weiß gar nicht, wie er rauskommt. Das ist das doppelte Drama. Und die Angst treibt alle in dieses Drama hinein. Und ich glaube, man muss einfach auch mal diese Angst als Haupthindernisgrund für die Sinnfrage stellen. Denn das Gegenteil von Angst ist Liebe. Psychoneuroimmunologisch. Was macht die Angst? Sie fährt dein Immunsystem runter. Und dann kriegst du erst recht einen Infekt. Das macht erst recht krank. Und dann impfst du noch da hinein. Mhm. Ja, also ich beschäftige mich in letzter Zeit immer mehr mit Psychoneuroimmunologie. Mhm. Großartig. Ja, so viel vielleicht mal so zum Anfang. Herr Mayagalo, sollen wir das, was Sie zitiert haben von Herrn Kirchhoff, vielleicht nochmal für den Zuschauer zusammenfassen? Also was die Grundintention ist, den modernen Menschen in seiner transzendentalen Unbehaustheit zu skizzieren, als jemandem, dem der Sinn fehlt. Und vielleicht ist Kirchhoffs Weg, den Sinn wiederzufinden oder das erstmal zu konstatieren, dann aber eher ein denkerischer Weg. Und er sagt doch zum einen, die Naturwissenschaften haben gar nichts begriffen. Da würde mich natürlich interessieren, wie Sie als Chemiker dazu stehen. Aber auch wie Sie, wenn Sie auch hier in dem Eingangsstatement sagen, es geht um die Erfahrung, jetzt wirklich nur Reisebegleiter zu sein und jeder muss die eigenen Erfahrungen machen. Das heißt also, mit dem Denken kommen wir da gar nicht hin und mit Worten erst recht nicht. Also ich schätze Jochen Kirchhoff sehr. Wir haben uns ja auch schon ein paar Mal getroffen. Mhm. Er ist einer der großartigsten Philosophen, die wir zurzeit haben. Und er bemüht sich sehr, als Philosoph den Menschen den Weg zu weisen. Es steht mir auch gar nicht zu, jetzt Kritik daran zu äußern, dass das mit dem Denken so nicht geht. Also ich sage mal, bei mir ging es nicht, bei anderen vielleicht auch nicht, weil es braucht die Erfahrung. Und er steht in seinen Statements immer kurz vor der Grenze vom Rationalen, wie er gesagt hat. Also er muss jetzt nur, eigentlich müsste er so einen Schritt noch weitergehen in die Erfahrung, dass das, was er denken kann, auch erfahren wird. Und dann kann man es kombinieren. Natürlich ist das Denken wichtig, aber cogito ergo sum, Descartes als Vordenker der Aufklärung, kann man ja sagen, hat uns ja in der Moderne mit der ausschließenden Fokussierung auf das Denken und die Ratio auf der einen Seite großartige Dinge beschert, in der Naturwissenschaft, in der Medizin, in der Technologie, wunderbar. Aber wir Menschen sind in der Sackgasse gelandet. Noch nie wurden so viele Depressionen, Angststörungen behandelt und Psychopharmaka verschrieben wie zurzeit. Das kam durch die Fokussierung auf das Denken, weil wir die Instanz in uns, die innere Instanz, die man nur erfahren und nicht denken kann, hinter uns gelassen haben. Also deswegen ist immer ein Dialog mit Jochen Kirchhoff zu dieser Thematik fruchtbar. Vielleicht kann man es irgendwann mal nachholen. Also ich komme von meiner Erfahrung und sage auch nicht, ihr müsst es so und so machen. Ich spreche über meine Erfahrung.
Wenn Sie mir da einen Einwurf erlauben, Psychopharmaka, die Sie erwähnen, das scheint für mich auch ganz gut zu passen zu dem, was Sie jetzt mit Descartes hier skizzieren. Descartes, der sagt, wir haben hier den Leib und das Körperliche, wir haben die Materie in der Welt, die Res Extensa, und wir haben dann noch so einen kleinen Punkt, die Res Cogitans, das Denken, der menschliche Geist, Gott vielleicht noch, etwas, das denkt. Aber beides ist eigentlich strikt getrennt. Und Psychopharmaka basieren ja eigentlich auch auf dieser Grundannahme. Ich gebe dem Körper etwas, sodass sich dann etwas tut und hoffe, dass die Seele irgendwie nachkommt, dass die Seele sich dann irgendwie besser fühlt. Und das scheint für mich auch so ein Symbol zu sein für unsere Herangehensweise an den modernen Menschen, dass wir die Seele eigentlich ja so gar nicht richtig wissen, was das ist, ob es sie überhaupt gibt, müssen wir schon bezweifeln. Die Naturwissenschaft kann sie nirgendwo feststellen, dann fällt sie weg. Aber den Körper, den können wir gut beschreiben in seinen Wirkmechanismen und so weiter. Und dann können wir ihn auch behandeln. Und ich stelle mir vor, dass genau das Gegenteil ist von dieser Erfahrung, dass wir eigentlich eine innerliche Erfahrung haben von einem Zusammenspiel von Körper, also von Leib und Seele, dass wir eins sind und nicht eben dualistisch getrennt. Ihre Frage finde ich wirklich eine Kernfrage. Ich glaube, wir müssen erst mal unterscheiden, das habe ich auch von Durkheim, wenn wir über den Leib reden. Mhm. Nach Durkheim gibt es den Leib, den ich habe, und den Leib, der ich bin. Mhm. Ja. Der Leib, den ich habe, der wird behandelt, mit Medikamenten zum Beispiel. Aber der Leib, der ich bin, nicht. Ja? Das ist ein riesengroßer Unterschied. Der Leib, den ich habe. Zum Thema Psychopharmaka, also wir sprechen nachher ja auch noch über Bewusstsein. Ich bin also fest davon überzeugt, dass Gesundheit und Krankheit sehr korreliert mit Bewusstsein. Mhm. In welcher Bewusstseinsverfasstheit der Mensch ist. Bewusstsein ist auch wir kommen nachher nochmal drauf, sind Informationsfelder. Mhm. Wenn ich also aufgrund eines blockierten Bewusstseins, eines falschen Lebens, verhindere, dass die Informationen in meinen Körper kommen, die ich zur Gesunderhaltung brauche oder zur Heilung, ja, dann ist das Letzte, was uns einfällt, dass wir auf die Materie zurückgreifen müssen. Das heißt, wir verabreichen Pharmaka und nutzen den Informationsinhalt eines Medikaments als Notlösung, weil wir nicht in der Lage sind oder vielleicht noch nicht in der Entwicklung der Menschheit in der Lage sind, mit unserem Bewusstsein uns zu heilen. Weil wir mit dem Bewusstsein, was blockiert ist, krank geworden sind. Ja. Ja? Also so viel vielleicht zu Leib. Leib, Seele, Körper, Seele, Geist. Also da gibt es ja so viele verschiedene Diskussionen und Unklarheiten. Also ich bin da ganz klar Körper, Seele, Geist. Die Seele, Psyche. Seele und Psyche, was ist das? Lange Diskussion, die gehört für mich eigentlich auch zum Leib. Geist, immer die Frage, was meinst du mit Geist? Dann machen die Leute so. Ja, das ist dann eben cogito ergo sum, die Ratio. Glücklicherweise gibt es im Englischen Mind and Spirit. Dann kann man fragen, meinst du Mind oder meinst du Spirit? Das ist was völlig anderes. Also wenn ich über Geist spreche, meine ich meistens Spirit. Sonst drücke ich es anders aus. Und diese Einheit, die wir alle anstreben, die immer wieder zitiert wird, die so falsch verstanden wird, man müsste also das Denken, Mind, zusammenbringen mit Seele und Körper, ist ein tragisches Missverständnis. Es ist Spirit gemeint. Mhm. Und deswegen, da gehen auch alle Wege hin. Und um diese Einheit geht es letztendlich. Ich meine, die Seele ist alles das, was wir als Person darstellen, neben unserem Körper. Mhm. Das ist eine ganze Menge. Mhm. Und ich liebe auch Plotin, der ja auch gesagt hat, ja, also wenn du geboren wirst, dann wird ein Teil der Weltseele in dir inkarniert. Ja, dann ist das deine Seele, aber die ist eben dann Teil dieser Weltseele. Und wenn du falsch lebst, ist sie unterbrochen, die Verbindung. Wenn du richtig lebst, in seinem Sinne, stellst du die Verbindung wieder her. Und du hast im Leben eigentlich nur eine Aufgabe, die Verbindung nicht einreißen zu lassen und so zu leben, dass wenn du stirbst, die gereifte Seele wieder aufsteigen kann und Teil wird der Weltseele.
Gut, das kann man auch dann mit Spirit benennen oder mit innerer Verfasstheit. Könnte man den Unterschied, um das nochmal klar zu machen, zwischen Mind und Spirit als das fassen, das, was ich vielleicht Intelligenz oder Vernunft im allgemeinen Sprachgebrauch nenne, etwas, was ich mit Worten, auch die Worte, die sich da so in meinem Geist abspielen, wenn ich etwas über etwas bewusst nachdenke, ein Problem vielleicht löse, und das macht dann eben so ein sehr, so ein gewisser Punkt in meinem Kopf. Aber Spirit ist etwas, was man eher fühlt, was gar nicht sich so in Worten beschreiben oder ausdeuten lässt, was sich nicht in diesen Worten erschöpft. Also mein Mind ist klar, das ist unser Denken, ist unsere Ratio. Mhm. Da kann man auch die Seele anflanschen. Spirit ist unsere innere Verfasstheit, wenn wir endlich mal begreifen, dass wir doppelten Ursprungs sind. Mhm. Weltlichen und göttlichen oder wie immer man das nennt, eines Prinzips, einer Transzendenz, über die wir gleich noch sprechen. Und beides ist in uns. Es ist verloren gegangen, weil natürlich der Mensch sich auf den Weg macht, sein Ego zu entwickeln. Also wenn Sie an das 2-3-jährige Kind denken und gucken sich das Kind an im Gesichtsausdruck, die sind ganz und heil. Mhm. Heil. Das Kind sagt auch, Papa, mach die Puppe heil. Mhm. Und dann kommt das Aufbrechen in Dualismus, die Ego-Entwicklung ist jetzt vonnöten, die ist auch gut, die ist wichtig. Ich liebe ein starkes Ego. Unsere Welt ist voller Menschen, die ein viel zu schwaches Ego haben und darunter leiden. Also starke Ego ist gut. Was ganz schlecht ist, Egoismus und Egozentrik. Mhm. Aber wir spüren das nicht. Wir müssen unser Ego entwickeln. Das heißt, wir müssen im Leben entwickeln, unser Wissen, unser Können, ja, unser Haben, und das müssen wir alles entwickeln. Sonst kriegen wir kein starkes Ego. Wir brauchen das starke Ego später, um wieder mit einem starken Ego so viel Disziplin zu entwickeln, dass wir Anschluss finden an das verlorene Selbst, an das göttliche Prinzip. Du brauchst ein unglaublich starkes Ich-Bewusstsein, um dich auf die Matte zu setzen und 25 Minuten zu meditieren. Oder eine ganze Woche oder einen Monat oder dein ganzes Leben lang. Oder um das Leben lebendiger werden zu lassen, brauchst du ein ganz starkes Ego. Aber wenn es aus der inneren Verfasstheit heraus resultiert, dann wirkt das Ego so, dass das Leben lebendiger werden kann. Bei allen Menschen, allen Wesen, allen Tieren, in der ganzen Natur. Auch ein Sinn des Lebens. Deswegen muss man das immer fein auseinanderhalten. Das ist Spirit. Daher kommt Spiritualität. Daher kommen alle spirituellen Wege. Ja, aber es gibt eben auch andere Einflugschneisen, über die sprechen wir gleich. Wenn einer sagt, ach, mit Spiritualität habe ich nicht so viel zu tun. Mhm. Aber wenn ich jemanden treffe, der einen Burnout hat oder eine Depression, und ich gehe daran mit tiefen psychologischen Überlegungen von C.G. Jung, dann sind die Menschen ganz aufmerksam. Ja? Man muss sehr überlegen, wen erreicht man über welchen Weg, da kommen wir gleich noch drauf. Also insofern Körper, Seele, Geist, ja, Geist im Sinne von Spirit, Denken ist wichtig, um den Spirit später wieder zu erfahren, so in der Mitte des Lebens, hoffentlich durch eine starke Krise. Mhm. Es braucht schon eine starke psychische Spannung. Sie treten ja an, diese Trennung zu überwinden von ihrer inneren Dimension in der Mitte ihres Lebens, sage ich mal, gegen zig Jahre Konditionierung ihres Ich-Bewusstseins. Ja? Der Dürkheim hat immer so schön gesagt, also Dürkheim steht für mein Ich in der Welt. Mhm. Welt-Ich. Und Karlfried steht für mein Wesen. Das ist die innere. Und mein ganzes Leben frage ich mich immer, wie kommt der Karlfried durch den Dürkheim? Ja, Transparenz. Also so viel vielleicht erstmal zu Spirit. Also was mich sehr bekümmert, und deswegen reden wir ja auch hier, ja, es gibt diese Sehnsucht nach Sinn. Und warum gibt es auch so eine riesengroße Sehnsucht nach Geborgenheit? Ich habe also neulich noch ein Interview gemacht, ein paar Wochen vor dem Tod eines fast 100-jährigen Freundes. Und ich habe ihn gefragt, was ist für dich die wichtigste Botschaft deines 100-jährigen Lebens? Und da sagt doch dieser alte, weise Mann zu mir, die Menschen haben eine riesengroße Sehnsucht nach Geborgenheit, gerade in der jetzigen Krise. Wir müssen ihnen Geborgenheit geben, ja, dann sind sie auf dem richtigen Weg. Jetzt frage ich mich, wo ist die Geborgenheit geblieben?
Wenn ich die neueste Studie der Identity Foundation mir anschaue, mit dem Rheingold-Institut, ist, glaube ich, sehr vernünftig. Deutschlands Zukunft zwischen No-Future-Modus und Gestaltungskraft im kleinen Kreis. Mhm. Ja, also das finde ich wichtig. 2/3 der Deutschen blicken ängstlich auf die gesellschaftliche Zukunft. Mangelndes Vertrauen und so weiter, Rückzug. Es gibt aber auch kleine Kreise, vielleicht gehören wir auch dazu, die sagen, es kann so nicht weitergehen. Wir müssen wieder den Menschen Inhalt schaffen. Wir müssen ihnen Geborgenheit geben. Wir müssen Orientierung geben, indem wir ihnen schildern, wie wir das hinkriegen. Also das wird auch hier viel zu wenig verbreitet, was da in der Studie herausgekommen ist, weil das natürlich viele furchtbar erschreckt, wenn man die wirkliche Verfasstheit in Deutschland mal wirklich zu Papier bringt. 2/3 der Menschen. Das ja. Fast 90% der Bevölkerung befürchten drastische Veränderungen. Mhm. Mehr will ich da gar nicht zu sagen. So, jetzt sind wir also bei der Wirklichkeit. Also für mich war es ein großes Glück, Dürr kennenzulernen, weil ich habe ja 40 Jahre meditiert schon. Ich meditiere nach der Zen-Meditation und irgendwann reichte mir das auch nicht mehr. Und dann habe ich C.G. Jung entdeckt, da komme ich gleich drauf, und irgendwann Hans-Peter Dürr. Und da sagt er, ich habe nie und nie meditiert, brauche ich eigentlich auch nicht. Und jetzt zitiere ich ihn, ich habe es mir aufgeschrieben, damit ich es jetzt auch richtig lese, weil ich Naturwissenschaftler bin und Kirchhoff ja auch über die Unfähigkeit der Naturwissenschaft gesprochen hat. Sie auch, ich auch, sagt Hans-Peter Dürr, Heisenberg-Schüler. Das Komplexe erfahren wir eigentlich nur, wenn ich sagen kann, ich ahne. Ich war begeistert von Heisenberg und habe alles gehört und gelesen. Habe aber nichts verstanden. Physik kann man nicht so einfach verstehen, sondern man kann sie nur verstehen, wenn man versteht, dass man sie nicht verstehen kann. Man kann am Ende nicht sagen, jetzt habe ich alles begriffen, sondern man kann am Ende sagen, es ist nicht greifbar. Dann zitiert er Heisenberg und Heisenberg sagt, warum soll die Wirklichkeit sich darum kümmern, dass sie so erscheint, dass wir sie mit unserem Gehirn begreifen können. Dürr sagt dann, das ist viel weiter. Aber warum? Unsere Erfahrung ist doch nicht gemacht, damit wir das Universum verstehen, sondern einfach, damit wir überleben, den Apfel am Baum zu finden, damit ich mich ernähren kann, wenn ich ihn sehe, ihn pflücke und aufesse. Dafür sind wir doch gemacht. Das muss man wissen, doch nicht, um das Universum zu verstehen oder die Wirklichkeit zu verstehen. Also wir verstehen sie nicht. Aber dann war zum Dialog mit Jochen Kirchhoff. Ja, diese Wirklichkeit. Was ist diese Wirklichkeit? Also wenn ich darüber nachdenke und sage, ich meditiere 40 Jahre Sazen, also das Sitzen im Sinne des Zen, gedankenlos, emotionslos, soweit das geht. Da gibt es ein sehr schönes Gedicht von Daiyo Kokushi, ein Zen-Meister, zum Thema, was ist eigentlich diese Wirklichkeit? Und er sagt, es gibt eine Wirklichkeit, die vor Himmel und Erde steht. Sie hat keine Form, geschweige denn einen Namen. Augen können sie nicht sehen. Lautlos ist sie. Nicht wahrnehmbar für Ohren. Sie Geist oder Buddha zu nennen, entspricht überhaupt nicht ihrer Natur. Und dann geht das so weiter und dann sagt er, oh meine lieben und ehrenwerten Freunde, die ihr hier versammelt seid, wenn ihr euch danach sehnt, die donnernde Stimme des Dharma zu hören, also der Buddha-Lehre zu hören, gebt eure Worte auf, entleert eure Gedanken. Dann werdet ihr so weit kommen, das eine Sein zu erkennen. Großartig. Sage ich jetzt Gunnar Kaiser, das Interview ist zu Ende. Wir brauchen nicht mehr zu denken und nicht mehr zu reden, wir werden überhaupt nicht weiterkommen. Jetzt haben Sie gesagt, wenn ich jetzt schweigen würde, würden die Leute ausschalten, aber ich kann Ihnen einen Kompromissvorschlag machen. Vor allem, Sie würden ja ausschalten und sich was anderes angucken und dann noch längst nicht zum Dharma kommen. Ja, also die Lösung dieses Themas ist, ich spreche gerne von Klick-Klack. Denken, nicht denken. Sprechen, nicht sprechen. Ja? Das immer abwechselnd. Das machen die meisten nicht. Die denken nur, die sprechen nur.
dass man einfach ab und zu ausschaltet und geht in den Raum des Nichtdenkens. Das kann eine Meditation sein, das kann im Wald sein, das kann die Musik sein. Man geht einfach raus aus der äußeren Welt des Redens und Denkens in Nichtreden und dann kann man in dieser Stille inneres Wachstum veranlassen. Nicht, weil man das will, sondern weil es einfach so passiert, weil man außen sagt, stopp. Aber man muss es schon wollen, klack, ja. Einfach mal loszulassen. Ja. Macht das nicht Angst? Ja. Also wenn ich aufhöre zu denken und zu sprechen, dann habe ich Angst, den Anschluss zu verlieren. Zum Beispiel an das Gespräch oder an die Welt oder ich komme nicht mehr nach. Ich habe zu lange jetzt Pause gemacht. Ich muss immer dabei sein. Das ist interessant. Die gleiche Frage hat mir der Robert Siebes auch gestellt. Oh. Der sagt also, wenn ich da loslassen soll, so ganz, ich glaube, da habe ich Angst. Aha. Das ist interessant. Okay. Kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Wir definieren uns ja mit unserem Wissen, Können, Haben, Machen und beiden Füßen in dieser Außenwelt mit unserem Ich. Und wenn ich das jetzt aufgebe, deswegen macht man es nicht. Mhm. Hat Angst. Mhm. Wissen Sie, wenn Sie es nur dann machen, wenn Sie in einer tiefen Lebenskrise sind. Wenn die psychische Spannung so groß ist, dass Sie überhaupt nicht mehr ein- noch auswissen. Und Dürkheim sagt, dann muss man einfach nicht nur das Schicksal, das schlimme Schicksal annehmen, sondern man muss eintreten und eins werden und dann loslassen und dann passiert was. Und dann erfährt man, es will dir nichts Böses. Dein Regisseur gibt dir schon Leitung in die richtige Richtung. Da braucht man keine Angst zu haben. Und dann entwickelt sich Liebe, um die Angst zu vertreiben. Wenn Sie nicht verstehen, viele verstehen das nicht, das ist genauso, als wenn der Schüler den Zen-Meister fragt, Meister, warum mache ich das eigentlich alles mit der Meditation? Wie geht denn das und wie werde ich erleuchtet? Erklär mir das doch mal. Da sagt der Zen-Meister, wenn du wissen willst, wie Tee schmeckt, musst du ihn trinken. Mhm. Ja. Also die Lösung ist einfach anfangen. Ja. Einfach anfangen. Einfach bedingungslos anfangen. Dafür brauche ich mein Ego auch. Ja, sich hinzusetzen in der Stille und loszulassen. Und da sagt Eckhart Tolle, der das sehr schön beschreibt, der sagt, es ist ganz einfach. Wenn du sitzt, kommen Gedanken und Emotionen. Und dann kommt der nächste Gedanke. Aber der nächste Gedanke schließt sich nicht direkt an den vorhergehenden, sondern es gibt eine kleine Lücke. Und das ist die Wirklichkeit. Die kannst du dann erfahren. Dann geht es immer so weiter. Und je mehr du übst, umso größer wird die Lücke, umso größer wird dein Bewusstsein für die Spiritualität und für dein inneres Wachstum. Das ist schön, dass Sie das sagen. Das ist auch mein großes Problem, ehrlich gesagt, weil ich da vielleicht auch sehr verkopft dran gehe. Und was Sie eben gesagt haben, also wir müssen verstehen, dass wir als Menschen zu diesen zwei Reichen gehören, dass wir auch Teil dieser Transzendenz sind, vielleicht sogar ganz wesentlich. Und ich sozusagen dann in meinem skeptischen Geist sage, naja, das muss er mir erstmal beweisen, bevor ich da in die Meditation gehe oder sagen wir ins Spirituelle gehe, muss ich erstmal bewiesen haben, dass es diese Transzendenz gibt, sonst ist das ja verlorene Liebesmüh und einfach Zeit, die ich vergeudet habe, die hätte ich ja jetzt auch an meiner Karriere und an meinem Ego arbeiten können in dieser Zeit, bevor ich mich da 20 Minuten lang nutzlos sozusagen hinsetze. Aber es geht gar nicht über dieses Verständnis wahrscheinlich. Nein, es geht überhaupt nicht über dieses Verständnis. Also wenn Sie öfters loslassen würden, würden die Stille gehen und ohne Gedanken, ohne Emotionen verharren, Sie wären großartig. Noch großartiger, als Sie ohnehin schon sind als Redner und Moderator und was Sie in die Welt bringen. Wenn Sie das auch noch in die Welt bringen würden, ja, wir versuchen es ja jetzt mit so einem Interview, verstehen kann man das nicht. Ich hoffe, dass ich die Impulse so setzen kann, dass die Zuschauer und Zuhörer einfach sagen, verstehe ich auch nicht, aber ich fange einfach mal an. Ja. Einfach mal anfangen. Ja. Aber das geht offensichtlich nicht, indem man jemandem versucht zu erklären, was für ihn drin ist. So habe ich es ja missverstanden. Jetzt erklären Sie doch mal, Sie haben ihm gesagt, 40 Jahre Sazen und jemand ist jetzt gerade 30 und sagt, ach, was habe ich denn davon? Sondern es ist vielleicht eher, dass man diesen Druck, diese Not empfindet, geradezu psychisches Leid, das einen dahin bringt. Und dann kann etwas geschehen durch diese Erfahrung. Ja, also Sie haben völlig recht. Wenn ich in so Sessions war,
mit 120 Teilnehmern. Und wir durften ja nicht reden, es ging ja um Schweigen. Und wir merkten, wie die Energie floss und immer mehr wird. Und dann nachher beim Mittagessen durften wir wieder reden. Und dann bin ich überall rumgelaufen und habe jeden gefragt, wieso bist du hier? Mhm. Wieso hast du angefangen zu meditieren? Mhm. Und Herr Kaiser, ich habe nur Leidensgeschichten gehört. Schlimmste Leidensgeschichten. Aber man kann doch nicht sagen, wenn man jemanden trifft, der tief leidet, es gibt ja viele Ursachen, herzlichen Glückwunsch, dass du leidest. Jetzt hast du die einmalige Chance, dass dir ein Licht aufgeht. Die würden sagen, it's very strange. Ja. Aber da wir kurz vor Weihnachten sind, die Bedeutung der Weihnachtsgeschichte ist genau das. Wenn Sie sich die Weihnachtsgeschichte angucken, dann ist die Botschaft, die Metapher, die gesendet wird, dass in der längsten Nacht deines Lebens, im tiefsten Schicksal, schlimm deines Lebens, ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass dir ein Licht aufgeht. Mhm. Das ist Weihnachten. Mhm. Ist die Weihnachtsbotschaft. Mhm. Wir kommen ja jetzt online vor Weihnachten. Ja. Also im tiefsten Dunkel deines Seins ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass dir ein Licht aufgeht. Wenn du dort versuchst, dann deine Übungen zu machen mit der Absicht, dass das Leiden verschwindet, wird es nicht funktionieren. Es muss absichtslos sein. Das ist ja noch viel schwieriger. Wenn du sagst, ich will mal leidenlos werden, jetzt meditiere ich, das geht überhaupt gar nicht. Sondern es muss absichtslos auch noch sein. Also das ist schon ein harter Weg, den geht man wirklich nur, wenn es gar nicht mehr anders geht. Und ich habe ja auch, ich sage es ja auch immer öfters, bei mir war das eben Mitte der 40er Jahre, waren zwei Schicksalsschläge, privat und beruflich, die mich dann zu Dürkheim geführt haben, nach Rütte. Und da sind mir ganze Lichter aufgegangen. Mhm. Und dann fing es an. Ich war ja auch ein karrieresüchtiger Manager und wurde gut bezahlt und habe gesagt, das ist mein Leben. Ne? Mhm. Und dann schlug die Bombe ein, ich wurde entlassen, meine erste Ehe ging kaputt. Und dann sagte meine Schwester, eine bekannte Yogalehrerin, Helga Simon Wagenbach, du gehst jetzt zu Karl Friedrich Dürkheim. Und der hat mich ja vorgeführt. Ich kann Ihnen nur sagen, also, was ich für eine Wurst bin, da im Halm des Lebens. Ja. Der sagt, dann guck mal die Rose an. Da gucke ich die Rose an, gucke aus dem Fenster raus. Da sagt er, du kannst ja noch nicht mal 5 Sekunden die Rose angucken. Also damit bin ich eigentlich jetzt so bei praktischen Einflussschneisen. Ja. Wie geht das eigentlich? Ja. Vielleicht fange ich da mal mit Dürkheim an. Mein erster Lehrer, der mich so vorgeführt hat. Für Dürkheim geht es darum, den Durchbruch zum Wesen zu schaffen. Und Dürkheim unterscheidet den doppelten Ursprung des Menschen. Das eine ist das Ich, das Ego, das Welt-Ich, also der Maya Gallo, was er gelernt hat, was er alles gemacht hat. Und das andere ist das Wesen. Das ist innen. Und auf die Frage, ja, was ist das Wesen? Jetzt kommt die Dürkheimische Diktion, die ist auch nicht ganz so einfach. Das Wesen ist die Weise, in der das überraumzeitliche Sein in uns und durch uns manifest werden will in der Welt. Das ist unglaublich großartig. Was meint er damit? Es ist die innere göttliche Instanz, die Anschluss sucht wieder zu unserem Welt-Ich, was da draußen so verkümmert. Und was besonders wichtig ist, ist eben, es ist eine westliche Definition. Denn der östliche Spirituelle, der geht in den Himalaya, in die Hütte und macht gar nichts mehr, außer meditieren. Wir aber im Westen, wir müssen auf den Marktplatz gehen und unsere Erfahrungen kundtun. Das heißt, wir müssen zeigen, dass dieses Wesen in uns und durch uns manifest werden will in der Welt. Das heißt, wir müssen in der Welt wirken. Und das ist das, was ich ja zurzeit auch mache. Wir wirken in der Welt. Durchbruch zum Wesen. Wesen, Welt-Ich. Wir haben unser Wesen verloren, so als wir 3 Jahre alt waren, um unser Ego aufzubauen. Und wenn man nicht das begreift oder spürt und leidet und sich auf die Socken macht, wieder sich an das Selbst anzubinden, das Jungsche Selbst oder das Dürkheimische Wesen oder an die Transzendenz, dann wird man alt, bis man stirbt. Und es ist ein großer Trost. Wir wissen ja aus den Nahtodeserfahrungen von Tausenden von Leuten, was die da erfahren haben, auch wenn sie zurückkommen. Offensichtlich erlebt man im Sterbeprozess eine Nahtodeserfahrung oder eine Erleuchtungserfahrung. Der Kanal, das Licht, man ist mit allem eins. Also genauso wie Meditierende schildern, wenn sie erleuchtet sind, die wollen auch gar nicht mehr zurück. Das heißt, der Trost auch jetzt mal für unsere Zuhörer und Zuschauer,
don't worry, wenn du stirbst, wirst du erleuchtet. Kann ich nur sagen, ist ja furchtbar schade. All die Jahre davor, ab morgen, sind ja vertan, hast du verpasst. Fang doch morgen an damit. Und dann dein ganzes Leben lang, ja, dass du dich wieder anbindest an diese Ganzheit, ans Wesen, Körper, Seele, Geist. Und nicht nur mit deinem Welt-Ich da draußen rumläufst und dich eingliederst in die Egoisten und Egomanen und Egozentriker, die uns das Leben schwer machen. Also, wissen Sie, woran man die erkennen kann? Die Egoisten. Sie wollen immer Recht haben. Sie sind ganz schnell beleidigt und sie brauchen täglich mehrmals Anerkennung. Daran kann man die erkennen. Mhm. Fallen uns da ein paar Leute ein? Tja, das Ego steht dem Wesen also im Weg. Das hat es verdrängt. Das Ego musste sich entwickeln, damit wir eine starke Person aufbauen. Das Opfer ist der Verlust des Selbst oder des Wesens. Das ist das Opfer. Wir haben eine Ahnung, dass da noch was ist. Und im Leiden kommt diese Ahnung, die Sehnsucht hoch. Ja. Und wenn wir dann einen geistigen Führer haben, den braucht man schon, dann gehen wir in Übungen, um Anschluss zu finden wieder an die innere Dimension und werden zur ganzen Person. Dann sind wir wieder Körper, Seele, Geist gleich Spirit. Vorher sind wir Körper, Seele, Mind. Ja? Also so geht das. Und die Dürkheimischen Methoden sind ja bekannt. Also es gibt natürlich die Meditation, da spreche ich später nochmal drüber. Aber es geht immer darum, Übungen zu machen, die eigentlich Achtsamkeitsübungen sind. Weil die Achtsamkeit ist das Eingangstor, um inneres Wachstum zu ermöglichen, indem man sich achtsam fokussiert. Jetzt ist es ganz wichtig, den Menschen klar zu machen, es ist nicht nur Achtsamkeit, Meditation ist nicht nur Achtsamkeit, das ist nur 10%, würde ich sagen, eines Fortschritts. Wenn Sie autogenes Training machen, machen Sie Achtsamkeit. Gehen Sie raus, läuft eine Katze über den Weg, schon ist es weg. Ja, also es ist, ich halte die Symptome und hat keine langfristige Wirkung. Deswegen, nachdem Sie mit Ihrem Ego, mit Ihrem Mind stark genug sind, Disziplin und konzentrieren Sie mit Ihrer Achtsamkeit, mal alles loszulassen, dann kommt der zweite wichtige Schritt. Und das ist 90% der Meditation. Und das ist das Loslassen. Das werden die meisten vergessen. Es gibt ja in vielen Firmen Achtsamkeitsübungen, die vergessen alles loslassen. Deswegen werden die alle wieder eingestellt. Die sollen ja more efficient sein. Ja, und loslassen, die Übung des Loslassens, des Nichts, führt automatisch zu Gelassenheit. Und Gelassenheit führt automatisch zu Empathie und zu Mitgefühl für alle Wesen. Das geht ganz von alleine. Und wenn Sie das erstmal gespürt haben, dann machen Sie weiter auf dem Weg. Und die anderen Menschen merken das auch. Ihre Maske wird durchlässig. Ja? Das heißt, wenn wir ja jetzt reden und kommunizieren, dann kommunizieren wir auf zwei Ebenen. Das eine ist die Ebene des Redens und Denkens. Das ist das gegenständliche Bewusstsein. Und dann gibt es eine zweite übergelagerte Ebene, das ist das nicht-gegenständliche Bewusstsein. Ja? Und wenn wir kommunizieren, kommunizieren wir auf beiden Bewusstseinsebenen. Das nicht-gegenständliche Bewusstsein, diesen Transfer merken wir nicht so richtig. Wenn Sie das geübt haben, mehr, merken Sie es mehr. Sie merken auch, wenn Sie mit jemand reden und sich austauschen, ob das bei ihm entwickelt ist oder nicht, oder ob der nur im gegenständlichen Bewusstsein bleibt. Und die Verbindung ist eine andere Koinzidenz, die zu erreichen ist, eben offen zu werden für das nicht gegenständliche Bewusstsein. Das ist auch wieder die Transzendenz. Ja? Zu dem Loslassen wollte ich noch mal was fragen, oder weil Sie eben auch gesagt haben, der östliche Weg, der kann sich auch so zurückziehen in ein Kloster auf dem Himalaya, aber der westliche Weg ist schon auf den Marktplatz gehen, oder kann es dann auch der westlich-spirituelle Weg zu wirken? Wenn ich jetzt aber gleichzeitig eigentlich loslasse und das Ego auch mal sein lasse, dann habe ich ja immer auch die Angst, nicht mehr wirken zu können, nicht mehr sozusagen erfolgreich und effizient auch diese Botschaft in die Welt bringen zu können. Für mich entsteht da so ein starker Gegensatz oder ein Paradoxon. Wenn ich ganz loslasse, dann lasse ich auch jeglichen Gedanken an eine Wirkung los. Das interessiert mich dann gar nicht mehr. Aber wenn ich etwas erreichen will, dann muss ich mir doch dauernd Gedanken machen. Wie schaffe ich das? Was sind die richtigen Instrumente dafür? Wer sind die richtigen Adressaten, welche Rhetorik benutze ich und so weiter.
Das hat wieder auch was mit der Angst zu tun, die Sie gerade angesprochen haben. Ihr Ich-Bewusstsein wird ein völlig anderes, wenn es wieder Anschluss gefunden hat an ihr inneres Wesen. Und man braucht keine Angst zu haben, dass alles das, was man gelernt hat und weiß, verloren geht, wenn ich mal in die Stille gehe und in die Ruhe und in das Nichts. Das ist eine gewisse Schwelle. Aber wenn Sie es ein paar Mal gemacht haben, merken Sie, dass Sie bereichert werden. Und da heraus resultiert ein stärkeres Ego. Weil es ist angeschlossen wieder an den Urgrund, an seine Wurzel, die abgerissen ist. Der Urgrund, ja. Ich denke auch an Böhme und so. Dann merken Sie, wie Ihr Ich gestärkt ist und wie Sie ganz anders wirken können. Mit einem angebundenen Ich, Sie wirken ganz anders. Also ich rede jetzt nicht hier über spirituelle Erfahrungen nur und über irgendwelche Theorien von irgendwelchen Lehrern, sondern ich habe das gemacht. Ja, ich kann vergleichen meine Businessjahre bis 45 als egozentrischer Karrieretyp. Dann kamen die Einschläge, dann habe ich das begriffen, habe angefangen zu meditieren, habe gemerkt, wie ich mich verändere. Und danach habe ich ganz anders geführt und mich verhalten in der ganzen Wirtschaft. Und habe gemerkt, dass ich eine ganz andere Kraft habe. Da geht es darum, die Schattenintegration. Wenn Sie die Energie nicht mehr binden, indem Sie den Schatten dauernd da hinten bearbeiten, Sie haben eine Mordsenergie. Also das Ego wird aufgeladen und angebunden und verliert die Angst. Ich meine, wir dürfen nie vergessen, wenn wir jetzt danach streben, das Ego zu entwickeln, viel zu wissen, zu können, zu lernen, wir wollen auch viel haben. Wir machen einen Deal. Das wissen viele Leute gar nicht. Wenn ich sehr danach strebe, möglichst viel zu wissen, stärke ich genauso die Angst, irgendwann mal was nicht zu wissen. Wenn ich ständig danach strebe, alles zu können, wächst automatisch die Angst in meinem Rucksack, irgendwas nicht zu können. Und wenn ich ständig danach strebe, möglichst viel zu haben, als Erfolg meines Wissens und Könnens, wächst die Angst, dass ich alles verliere. Das ist der Deal. Und diese Ängste gehen dann wieder verloren, wenn man Anschluss findet an die innere Dimension. Das andere ist ja Ego getrieben. Und das sind die Wege. Also so fing das bei Dürkheim an. Dann habe ich, weil Dürkheim steht auf den Säulen Zen-Buddhismus, Jung'sche Tiefenpsychologie und Meister Eckhart. Also mit Meister Eckhart habe ich mich nicht so viel beschäftigt, außer dass das Zitat, nimm den Selbes wahr, ja, nimm dein Selbst wahr, das ist ja auch Punkt. Aber ich habe schon nach den Jahren der Meditation Sehnsucht gehabt nach Erweiterung. Ich habe ja auch spirituell erlebt, die dann Schattenerlebnisse hatten und ihr Schatten drängte außen und es war nicht bearbeitet. Sodass ich mir sehr gut vorstellen konnte, dass man in der Jung'schen Tiefenpsychologie gut zu Hause ist. Und habe dann durch Dürkheim, wie gesagt, initiiert bei Walter Schwery, 10 Jahre Tiefenpsychologie gelernt. Und jetzt ist meine Lehrerin Christiane Lutz in Stuttgart als Frau, die auf der Basis steht, Jung'sche Tiefenpsychologie, Märchen und ganz spannend germanische, ägyptische und griechische Mythologie. Und denn aus den Pfeilern, aus den Quellen schöpft, da kommen Dinge, die habe ich ja, das fällt mir gar nicht ein. Also ich bin weiter da auch Lehrling. Aber zu C.G. Jung, wir sind ja beide Freunde von Neumann. Letztes habe ich ja gehört, Ihr großartiges Statement, wie kommt das Böse in die Welt? Ja, Erich Neumann. Erich Neumann. Da würde ich gerne dazu sagen, ja, wie kommt das in die Welt? Es kommt in die Welt, weil das Kind ab 3 Jahren dualistisch denken und sich verhalten muss, um das Ego zu entwickeln. Und dann lernt es erst durch die Eltern, später durch andere Bezugspersonen, was gut und böse ist. Und es lernt, wenn sie was macht, was böse ist, dann wird es geschimpft oder bestraft. Und das geht das ganze Leben so. Das heißt, der arme Mensch, der dann also sein Ego entwickeln soll, überlegt, wie komme ich denn jetzt aus diesem Dilemma raus? Das heißt, er fängt an schon sehr früh, dass die dunkle Seite, die wir alle haben, und das, was er nicht machen darf und soll, weil es eben der Gesellschaft, der Kultur, der Religion nicht entspricht, zu unterdrücken oder zu verdrängen. Da ist es ganz wichtig, dass man unterscheidet zwischen Unterdrückung und Verdrängung. Das hat Neumann also sehr gut ausgearbeitet. Bei der Unterdrückung ist es so, was Sie unterdrücken, wissen Sie noch.
was sie unterdrückt haben. Was sie verdrängen, wissen sie nicht mehr. Das ist eine ganz wichtige Entscheidung, weil wenn sie anfangen, ihren Schatten zu bearbeiten, kommen sie daran relativ schnell an das, was sie unterdrückt haben, weil sie es noch wissen. Das sollte man erstmal aufarbeiten. Das andere ist das Verdrängte. Das wissen sie gar nicht mehr. Und wenn das Individuum jetzt unter Druck kommt, dann kommt die Schatten, der Schatten raus. Sie fangen an mit Projektionen, sie machen die schlimmsten Dinge. Selbst wenn sie ein guter Mensch sind, sagt man, wie kann der das denn? Das gibt es doch eigentlich gar nicht. Also der Jung'sche Weg hat mir sehr gut getan. Ich habe sehr viel gelernt. Und Jung auf die Frage würde heute antworten, was ist der Sinn des Lebens? Individuation, also die Entwicklung des Menschen zum Individuum, zum Unteilbaren, ja auch nicht teilbar, Körper, Seele, Geist, nicht mehr teilbar, zum Individuum. Und dafür hat er uns mehrere Methoden angeboten. Das eine ist der Traum, zu beschließen, zu träumen und sich zu merken und aufzuschreiben und sich anzugucken. Und das andere ist die aktive Imagination. Die aktive Imagination geht so, dass sie meditativ geführt werden, ich sag mal, jetzt schnell, 10 Treppen runter, loslassen, 10 Treppen runter, die Tür wird aufgemacht, sie gehen in einen leeren Raum. Nicht denken, nichts fühlen, gar nichts. Sie gehen in einen leeren Raum. Und dann erscheinen ihnen Personen, Figuren, Tiere, Erlebnisse. Das kommt alles aus dem Unbewussten. Und dann können sie mit denen auch reden. Also deswegen aktive Imagination. Und das ist der Jung'sche Weg, um diese Schattenerlebnisse auch bewusst zu machen, die aus dem Unbewussten kommen. Das sind also zwei Heilungswege, Traum, aktive Imagination. Jung hat ja auch sehr viel über die Maske gearbeitet, die Persona. Und von Dürkheim habe ich gelernt, dass man im Rahmen seines Reifungsprozesses dafür sorgt, dass also die Maske wieder durchlässig wird oder man gar keine mehr braucht. Ja, aber mindestens mal das göttliche Prinzip, dieses innere Wesen durchtönen kann nach außen, weil Person kommt von Personare, das heißt durchtönen, Personare. Und deswegen ist für mich eine Person nur ein Mensch, bei dem das passiert ist, bei dem man die innere Dimension spürt. Das ist für mich eine Person, wo ich Hochachtung vor habe und aufgucke. Alle anderen, jetzt bin ich ein bisschen spitz, finde ich, sind Persönlichkeiten. Eine Verniedlichung von Person, Persönlichkeiten. Denken Sie mal daran, wer alles als Persönlichkeit bezeichnet. Das sind ja Persönlichkeiten. Und wenn Sie dahinter gucken, sind das Leute mit einem unglaublich starken Ich-Bewusstsein. Kein Selbstbewusstsein. Und die deutsche Sprache zeichnet ja sehr stark. Sie lieben das ja auch. Das sind Leute mit einem hohen Ich-Bewusstsein, mit allen Eitelkeiten und Aggressionen. Selbstbewusstsein ist was ganz anderes. Selbstbewusstsein ist das Bewusstsein deines Selbst. Wir denken da nicht dran, ja, wenn wir das benutzen. Ja. Und Bewusstsein heißt für mich bewusst im Sein stehen. Also in den Upanishaden steht zum Thema Bewusstsein Sat, Chit, Ananda. Sein, Bewusstsein, Glückseligkeit. Also von mir jetzt mal so interpretiert, vielleicht auch von anderen, ich weiß es gar nicht. Wenn du glückselig sein willst, ja, dann musst du bewusst im Sein stehen und das entwickeln. Dann kommt Glückseligkeit. Das ist was anderes als Glück. Ist das dieses richtige Leben? Sie haben eben das falsche Leben erwähnt, das uns sozusagen abtrennt von den Emanationen des Weltgeistes. Ist es das schon? Wir wollen ja auch praktisch sprechen. Wie vermeide ich das falsche Leben oder wie lebe ich das richtige Leben? Da hört man jetzt, man muss sich richtig ernähren, dann geh mal öfter in die Natur oder dies und das. Aber es ist eigentlich dieses bewusst im Sein stehen und als Mensch und Person sozusagen identischer sein, nicht diese Maske zu tragen. Ja, weil sie dann ganz anders in der Welt wirken. Weil sie das Leben lebendiger lassen können. Nicht machen, sondern lassen. Das Lebende lebendiger werden lassen. Nicht machen, lassen. Ja? Lassen. Und das können sie nur, wenn sie auch so einen Weg gehen, den sie gerade beschrieben haben, indem man eben Zugang findet zur inneren Dimension, weil dann wirken sie ganz anders in der Welt. Und ich komme gleich noch bei Dürr drauf, was der Unterschied ist zwischen Wirklichkeit und Realität. Ja. Das wird auch oft vergessen.
Aber so viel vielleicht mal zu C.G. Jung. Ja, zu dem Machen und Lassen muss ich aber noch ein eigenes Problem jetzt hier aufwerfen. Ja, dafür bin ich ja da. Im Moment wird ja so viel gemacht und auch mit uns gemacht. Und mein Problem ist natürlich, wenn ich die alle machen lasse, dann wird es mit mir gemacht. Und dazu habe ich eigentlich keine Lust. Und dann deswegen habe ich im Moment nicht das Gefühl, ich könnte einfach lassen und machen lassen, sondern ich muss jetzt irgendwas dagegen setzen, in den Widerstand gehen, nicht mitmachen und kann mich nicht... Ich kann mich nicht so ins Vertrauen begeben, weil ich den Nebel, den wir hier um uns haben, befürchte, dass dahinter halt die Ungeheuer sind. Und wenn man sich nicht gegen die wappnet, dann ist es irgendwann zu spät. Also ich meine nicht das Lassen in der Welt. Es geht um Sie. Sie persönlich. Mhm. Sollten sich einer Übung unterziehen, wo Sie das Lassen üben. Weil daraus Gelassenheit entsteht. Und Sie können natürlich, und Sie müssen auch in der Welt wirken und müssen sagen, so geht das nicht, stopp. Ja? Aber Sie diskutieren aus einer ganz anderen inneren Dimension, die ist viel größer, die ist ja universal. Mhm. Sie haben auch die besseren Argumente. Es ist kein Aufruf zum Laissez-faire. Mhm. Im Gegenteil, es ist ein Aufruf zur Orientierung, sich zu erheben. Mhm. Und zu sagen, so geht das nicht. Und Ihre Worte und Gedanken speisen sich aus einer größeren Dimension der ganzen Person. Mhm. Wenn ich sage, du musst lernen, loszulassen, dann meine ich das Individuum in der Übung. Und nach dem Loslassen kommt ja wieder Action. Mhm. Ja? Und das ist der Prozess, an dem wir teilhaben können. Das heißt, das wären schwierige Leute. Die lassen sich nichts mehr gefallen. Mhm. Die haben eine riesen Resilienz. Ja? Wenn Sie auf dem Weg sind und meditieren, es gibt zahlreiche wissenschaftliche, hochkarätige Veröffentlichungen, dass die Meditation zum Beispiel Ihr Kardiosystem stärkt, Ihr Immunsystem stärkt, die Angst verschwindet, die Depressionen verschwinden. Das heißt, wenn Sie es immer noch nicht begriffen haben, dass Sie aus spirituellen Gründen oder Wirksamkeitsgründen meditieren sollten, dann machen Sie es wenigstens aus Gesundheitsgründen. Ja, wenigstens aus Gesundheitsgründen. Ja, auch gerade jetzt, wo das Immunsystem supprimiert wird durch unsere Gesellschaft, ist es ganz wichtig, sich Übungen zu unterziehen, die mein Immunsystem stärken, meine Gesundheit stärken. Ja, in der Welt wirken wir, und ich kann es Ihnen ganz klar sagen, wie ein Shaolin oder ein Samurai. Die lassen ja auch nicht einfach alles draußen zu. Ja. Aber die haben so viel meditiert, dass sie so eine innere Stärke haben, die brauchen auch die Schattenarbeit nicht mehr. Die haben eine unglaubliche Energie, dass der eben wirklich da das Holz durchhaut oder die Nadel durch die Scheibe wirft. Mhm. Also das kann ich nicht. Ne? Das heißt, da ist unheimlich viel Energie auf dem Rad in der äußeren Welt, wo die dann sagen, no. Gut, beim Samurai ist das Schwert. Das sage ich ja jetzt nicht, aber ich sage auch, wir müssen uns erheben in dieser Krise, wir hatten ja vorher schon Klimakrise, Energiekrise, die Gesellschaft ist gespalten, ist es ganz furchtbar, das Individuum hat Angst. Wir müssen uns erheben und sagen, so geht das nicht. Und haben die bessere Argumentation, wenn wir aus der Ganzheit der Person argumentieren können. Das Loslassen, die Loslassübung heißt nicht, draußen in der Welt alles loszulassen. Das gibt es auch. Die Leute haben aufgegeben. Also Ernst Jünger hat dann letztendlich auch einen anderen Weg gewählt. Ja, er hat ja, ich finde ihn großartig als Schriftsteller, und er hat ja auch gegen vieles rebelliert. Und er hat gesagt, in solchen Krisen hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du wirst Terrorist und schießt dagegen, oder du wirst Waldgänger. Der berühmte Waldgänger Ernst Jünger, der dann also Käfer sammelte, dass der Rückzug in die Natur und das Loslassen und sagen, gibt's auch, kann man auch machen. Aber dann hast du nicht mehr so die Gestaltungsmöglichkeit. Ja? Und wenn Ernst Jünger heute leben würde, dann würde er, wie in seinem Buch An der Zeitmauer, diese Krise, in der wir sind, eine Initiationswehe nennen. Das heißt, eine Wehe, die dann, wenn wir richtig an die Transformation gehen, zu einer Geburt einer ganz anderen Dimension führen kann, einer ganzheitlichen Initiationswehe. Das finde ich einfach ein großartiger Ausdruck. Diese Corona-Krise ist eine Initiationswehe. Initiare heißt nach innen gehen, nicht nach außen, nach innen und dann außen wirken, wie ich innen gewachsen bin. Also das ist das, was Jünger uns lehrt. Ja, Dürkheim,
C.G. Jung. Sollen wir noch über die Wirklichkeit sprechen? Ja. Sie haben die Energie jetzt gerade auch erwähnt und woher das kommt, wenn es eine geistige Energie ist, ja, die jetzt nicht rein so materiell vorgestellt ist, Ursache, Wirkung, sondern ich kann aus dieser geistigen Bewusstheit Energie produzieren vielleicht oder schöpfen, anzapfen. Wie kann man das gut fassen, dieses Bild? Und wie kann ich in der Wirklichkeit oder in der Realität dann auch wirken? Ich will mal zwei Ansätze versuchen zu formulieren. Das eine ist das, was ich bei Hans-Peter Dürr gelernt habe. Quantenphysik, nicht meditierender. Das hat mich erstmal erschreckt. Ich habe ja früher auch, als ich meditiert habe, gedacht, wenn ich nach Japan fahre, dann meditieren alle. Ja? Die wussten gar nicht, was das ist. Ich habe aber schon Leute getroffen. Dürr meditiert nicht. Aber er sagt, meine Erfahrung als Quantenphysiker ist, es gibt ein Hintergrundfeld, das ist leer. Das hat aber die Potentialität, sich in allen Bruchteilen von Sekunden als Realität zu manifestieren. Das heißt, ich, Dürr, unterscheide dieses Hintergrundfeld gleich Wirklichkeit und Realität. Alle Realität kommt aus dieser Wirklichkeit, aus dieser Transzendenz. Und das habe ich erfahren und so wirke ich auch. Wir verwechseln die Ausdrücke. Wenn ich Wirklichkeit sage, meine ich das, was Dürr sagt, das ist die Transzendenz, das Hintergrundfeld. Und wenn ich Realität meine, meine ich Res, das Ding, der Gedanke und alles das, was daraus, alles entsteht daraus. Und so richtig begriffen habe ich das dann auch nicht. Aber als ich dann mein Leben im goldenen Wind, das Buch, ins Englische übersetzt habe und den Hans-Peter Dürr gefragt habe, Hans-Peter, wie übersetze ich denn das Hintergrundfeld im Englischen? Da hat er gesagt, wie aus der Pistole geschossen, permanent acting process. Das macht es bei mir Peng. Das heißt, dieses Hintergrundfeld, ja, aus dem kommt ein permanent acting process. Das heißt, wir nehmen ihn gar nicht wahr, dieses ständige Werden, weil wir zu sind dafür. Interessanterweise ist die göttliche Instanz oder die Instanz der Wirklichkeit im Buddhismus die Leere. Und wenn Dürr sagt, das Hintergrundfeld ist leer, dann sagt der Buddhist, es geht um Leere. Und aus Leere entsteht Form, aus Form entsteht Leere. Das passt alles jetzt gut zusammen. Wir nennen das im Christentum Gott oder Allah oder Brahman. Also alles Versuche, diese Wirklichkeit. Da sagt der Permanent Acting Process. Da habe ich gedacht, das ist ja unglaublich. Das ist ja genau, das ist die immanente Transzendenz, das immer wirkende Transzendente, was wir nicht mehr wahrnehmen. In jeder Sekunde ist alles anders. Wir sehen nur nicht, wie das Gras wächst oder die Blumen oder wie wir jetzt anders. Wir sind jetzt auch ganz anders als zu Anfang. Und darauf kannst du Einfluss nehmen. Auf diesen Permanent Acting Process kannst du Einfluss nehmen. Der einzelne Mensch. Ja, das habe ich auch. Bei Dürr ist es so, dass er gesagt hat, ich praktiziere diese Erkenntnis im liebenden Dialog, keine Meditation. Ich treffe einen anderen Menschen, ich führe einen liebenden Dialog, ohne Vorurteile, ohne Bewertung, ohne alles, kommuniziere auf der Bewusstseinsebene, auf der kognitiven Ebene, aber auch auf der nicht-gegenständlichen Ebene. Und wir spielen wie ein Duo, wie Musik. Und da passiert was. Und in dem Moment, wo wir entsprechend den Themen natürlich darüber sprechen, begleiten wir den Permanent Acting Process und beeinflussen ihn auch, was dann daraus Realität wird. Es kann was Negatives werden, es kann was Positives werden. Im Dialog durch unser Bewusstsein beeinflussen wir dieses Werden. Kommt ein Dritter dazu, spielen wir Trio. Super. Kommt ein Vierter dazu, spielen wir Quartett. Es darf nur keiner dabei sein, der alles zerstört. Also er löst diese Frage dann als mit dem liebenden Dialog und dadurch wird das Lebende lebendiger werden gelassen. Ja? Das ist die eine Möglichkeit, wie wir Einfluss nehmen können. Das hat mich lange beschäftigt. Und ich war irgendwie auch blockiert durch die Zen-Meditation, wo mein Lehrer Williges Jäger aus Holzkirchen immer gesagt hat, absichtslos, Mann, absichtslos. Auf die Matte, absichtslos. Und ich war immer absichtslos.
habe dann genauso viel falsch gemacht in der Achtsamkeitsübung wie viele. Da sagt er, weil der Schwere mal zur Meditation, er war mal in einem Retreat in der Toskana mit einem tibetanischen Guru. Und dann haben da 120 Leute Achtsamkeitsübungen gemacht. Und dann kam der dann rein in den Raum und war fürchtig erschreckt, wie die da Achtsamkeit geübt haben. Die haben Achtsamkeit geübt, ja. Und da schreit dann der Rinpoche, schreit dann in den Raum, don't meditate, just relax. Und die haben sich alle aufgelöst und waren im Sein, waren in ihrer Mitte. Den hat es loslassen gefehlt, was ich vorhin gesagt habe. Also ich war durch absichtsloses Meditieren irgendwie blockiert. Und der Willige Seeger sagte, wie alle Meditationslehrer, das kommt dann schon alles von alleine. Mhm. Ja, und dann lernte ich Tom Campbell kennen, Autor von My Big Toe, mein jetziger Lehrer, Physiker und Bewusstseinsforscher. Der hat das Buch geschrieben, hat eine Theorie entwickelt über alles. The Big Toe heißt Theory Over Everything. Mhm. Wir sind vernetzt hier in Deutschland durch matrixwissen.de, das ist unsere Community, wir sind so 5000 Leute. Mhm. Leider fallen die Seminare jetzt gerade aus, aber die fangen irgendwann wieder an. Und bei Tom Campbell habe ich gelernt, dass es ein Bewusstseinsfeld gibt, der nennt das Larger Consciousness System. Das ist ein großes Bewusstseinsfeld, da sind alle Informationen drin, was war, was ist und was sein wird. Und da kannst du Informationen abrufen. Das geht aber nicht auf deinem kognitiven Level, sondern es geht nur auf deinem Being-Level, also auf einer höheren spirituellen Ebene kannst du Fragen stellen an dieses Bewusstseinssystem. Das gibt es doch gar nicht. Da haben wir das immer geübt. Er hat dann also Tapes gemacht, 50 Minuten immer, hat uns mit einer Meditation in die Leere geführt. Ich höre das immer, you're now in the void. In the void. Und dann lässt man einfach los. Und dann kann man, wenn man auf der Ebene ist, Fragen stellen und kriegt Antworten auf Lebensfragen, auf andere Fragen. Und du kriegst relativ schnell Bilder wie ein Videofilm zurück als Antworten. Das funktioniert wunderbar. Das heißt, die Lehre, die ich daraus gezogen habe, erstens, wenn ich Fragen beantwortet haben will, geht das nicht aus dem kognitiven Level. Wenn man Glück hat, schon, aber relativ wenig. Es geht besser aus dem Being-Level, aus der Meditationsinstanz. Und er nutzt halt das, was er bei Monroe gelernt hat, diese Methode mit den Kopfhörern, wo mit einem Delta von 4 Hertz unser Corpus Callosum zwischen den Gehirnhälften schwingt. Und das ist genau die Schwingung der erleuchteten Zen-Mönche, wo die Physiker gesagt haben, ja, wenn ich da 4 Hertz anlege, also auch verschiedene Frequenzbänder, muss das Ding doch auch schwingen. Ja. Macht's auch. Man induziert Erleuchtung. Macht's auch. Du bist wie in einem Erleuchtungszustand. Es geht auch ohne. Einer der Zuhörer von dem Zibis-Interview hat mir also geschrieben, was tut mit den äußeren Dingen da? Also, du kannst ja auch ohne machen. Du kannst mit der Meditation machen. Aber für Leute, die noch keine Meditation so richtig beherrschen, ist das eine wunderbare Methode, um relativ schnell in einen Seinszustand zu kommen. Und dann sagt er, und das war ein Durchbruch, sagte Erhard, you got to tell the system your intention. Sag ihm deine Absicht, warum du das machst, was du wissen willst. Und das war für mich völlig neu, weil in der Zen-Meditation ist absolut verboten, war eine Absicht. Und dann habe ich angefangen, das zu machen und zu üben. Und das mache ich jetzt bei wichtigen Fragen auch. Mit dem Hilfsmittel so oder auch nicht. Und da kommen relativ schnell Bilder, wie bei einem Videofilm. Und dann kannst du die besprechen mit Leuten. Und ich habe es selbst ausprobiert, mit ihm selbst. Ich war gerade dabei, dieses Manuskript fertigzustellen. Vom englischen Buch Business Ethics 3.0. Und habe zu ihm gesagt, Mensch, Tom, schreib doch mal ein Vorwort. Und das, ich habe gedacht, so ein toller Typ als Werbe-Ikone wäre doch für mich vielleicht ganz hilfreich. Und dann habe ich gesagt, aber weißt du, ja, also habe ich noch nie gemacht. Also nee, also das, ich weiß ja gar nicht, was Business Ethics, also das hört sich schon so komisch an. Also ich habe dann immer ab und zu gefragt. Das Seminar war 5 Tage in einem französischen Schloss im Winter. Es war auch kalt, weil es so billig war. Und habe mich immer ins Bett gelegt mit meinen Kopfhörern, war 50 Minuten im Bean-Level und habe dann gesagt, you got to write the forward.
I want you to, got the right, to write the foreword. Und habe mein Bewusstsein mit seinem Bewusstsein verschränkt, Quantenphysik, Verschränkung, gesagt, du schreibst das Foreword. Das war meine Intention an das System. Nichts passiert, immer wieder. Und dann war es zu Ende. 5 Tage später schreibt er ein Blurb, also eine Sprechblase. Ein wunderbares Vorwort. Steht da drin in dem Buch. Thomas Campbell, erstmals in seinem ein Vorwort, wo er erstmal sagt, also Business Ethics, das ist ein Oxymoron. Ich habe erstmal nachgeschlagen, was ist ein Oxymoron? Ein in sich selbst widersprechender Begriff. Business und Ethik gibt es überhaupt nicht, da wird nur betrogen. Also, ja, also, aber wenn überhaupt einer das richtig dargestellt hat, wie man also zu einer Business-Ethik führen kann, die auch zum Moral richtigen Verhalten führt, dann er hat Mayer-Gahler mit seinem Buch. Das steht da wirklich vorne drin. So, jetzt geht die Geschichte weiter. Dann war ein halbes Jahr später war also wieder so ein Treffen mit Campbell und der Entourage auf Schloss Lumley in England. Und da durften alle Autoren mal was sagen und erzählen, was sie so für Erfahrungen gemacht haben. Und als ich dann dran war, abends bei der Dinnerparty, habe ich gesagt, ja, ich kann euch also wirklich Großartiges berichten. Also ich habe die ganze Zeit vor einem halben Jahr den Tom gebeten, ein Vorwort zu schreiben, der hat sich dauernd geweigert. Da habe ich gesagt, Tom, was ich jetzt bei dir gelernt habe, ist, durch die Meditation auf das Being-Level zu kommen und über Larger Consciousness System mich mit deinem Bewusstsein zu verschränken und dir die Aufgabe zu erteilen, die Intention, dass du das Vorwort schreibst. Und das habe ich immer wieder gemacht. Und kaum war ich zu Hause, schickt er das Vorwort. Steht er auf, sieht so ein bisschen aus wie so ein Weihnachtsmann, umarmt mich und sagt, Erhard, you got it! Ja? Also die Beeinflussung von diesem Permanent Acting Process durch dein Bewusstsein, das geht und das funktioniert, das kann man üben. Also er war nicht beleidigt, dass er sozusagen manipuliert wurde, Voodoo-mäßig? Nein, der Voodoo gibt es nämlich auch. Ja. Also Voodoo ist die andere Seite. Du kannst durch dein Bewusstsein die Abläufe, Permanent Acting Process, auch bei Personen negativ beeinflussen. Durch Denken oder auch durch eine Puppe mit Nadeln im Bauch. Das, ja. Interessanterweise geht seine Methode mit den Kopfhörern nicht bei negativen, schlechten Inhalten. Also kannst nicht fragen, wie mache ich das am besten in Einbruch in der Bank. Du kriegst keine Antwort. Ich habe es nicht ausprobiert. Ja, und dann, ich habe ja immer noch, bin noch da lernender, und dann habe ich Roger Nelson gelesen, den Weltgeist, der Princeton-Professor, der vor 20 Jahren ein Institut gegründet hatte, weil der Dekan gesagt hat, mach mal ein Institut für Metaphysik und versuch alles das zu messen, was wirklich passiert, was wir nicht verstehen. Das hat er dann gemacht, hat dieses Buch geschrieben, Der Weltgeist, und berichtet, dass das alles gemessen werden kann, zum Beispiel mit einem Zufallsgenerator. Das ist ein physikalisches Instrument. Der Zufallsgenerator produziert 0 und 1, 50-50. Und man kann mit seinem Bewusstsein das beeinflussen. Aber ich habe es jetzt wirklich auch gesehen. Mein Freund Oliver Weiss, der auch zur Community von Campbell gehört, der gestern gestorben ist, das ist ganz furchtbar für uns. Ich habe heute Morgen da die Nachricht bekommen, hat einen 9-jährigen Charlie interviewt. Davon gibt es auch ein YouTube. Und den Zufallsgenerator hat er sich gekauft, da in Princeton. Und der Charlie, von dem haben die Eltern immer gesagt, der hat da eine Connection zum Universum, zum Bewusstsein. Und da hat er eben gesagt, das ist jetzt der Zufallsgenerator mit Plus und Minus. Wenn du dir jetzt vorstellst, dann ganz stark mit deinem Bewusstsein auf positive Erfahrungen ausgerichtet, das ist Plus. Mach das doch mal. Da hat er die Augen geschlossen, es dauerte so eine Minute, tat sich gar nichts. Und dann ging die Kurve langsam nach oben, dann war plötzlich zum Schluss 90% Plus und 10% Minus. Dann hat er gesagt, jetzt andersrum, du stellst dir was ganz Furchtbares vor und fokussierst dich darauf. Dann ging die Kurve nach unten. Das geht, das kannst du messen. Ja? Das heißt, was ich da jetzt gelernt habe, auch, dass man wirklich durch sein Bewusstsein, durch Bewusstseinsverschränkung, diesen Permanent Acting Process beeinflussen kann, auch andere Menschen beeinflussen kann natürlich, deren Denken und deren Verhalten. Ich glaube, wenn man es bewusst positiv macht, ist es gut. Man macht es sowieso. Du beeinflusst sowieso andere Menschen durch dein Dasein, durch was du bist, weißt es aber nicht so richtig. Man kann es sich aber bewusst vornehmen. Also ich habe jetzt heute Morgen auch
mich mit ihrem Bewusstsein verschränkt und habe gesagt, ich möchte, dass der Informationsfluss in seinen Kopf kommt, wie in meinen auch, dass das ein ganz tolles Interview wird. Mhm. Wo die Zuhörer hinterher sagen, ja, ich habe auch nicht alles verstanden, aber es sind Impulse, ich fange einfach jetzt mal damit an, ich bin in einer Notlage, ich fange da einfach mal damit an und habe imaginiert, dass sie mir die richtigen Fragen stellen. Wirklich. Hat das funktioniert, oder? Das können ja die Zuschauer bestimmt beurteilen. So viele Fragen habe ich ja noch gar nicht gestellt. Aber wenn Sie sagen Impulse, welche Impulse könnten die Zuschauer sich denn rausnehmen, wenn sie sagen, okay, ich fange jetzt an, ich gehe jetzt auch ins Vertrauen, ich lasse los, aber es muss auch nicht so absichtslos sein. Also auf der einen Seite lasse ich Absichten und Ego los, aber ich kann auch mit meiner Absicht etwas beeinflussen. Und da frage ich mich dann, ist da nicht sozusagen die dunkle Seite, dass ich, oh, da kann ich ja noch erfolgreicher werden, da kann ich ja noch mehr Besitz anhäufen und Renommee und in der Welt einfach noch mehr schaffen, weil ich alles beeinflussen kann. Ist es nicht auch gefährlich? Das wird nicht funktionieren. Das ist blockiert auch bei Campbell, bei den Methoden. Das wird nicht funktionieren. Du kannst es gar nicht. Wenn du meditierst und vielleicht auch so den modernen Wegen folgst, wo du sagst, ich versuche mein Bewusstsein einzusetzen, Informationsfelder zu beeinflussen im positiven Sinn. Es geht nicht im negativen Sinn. Du kannst es auch gar nicht. Ich sag mal, über Business-Ethik kommen wir ja gleich noch vielleicht dazu. Es ist ja ein Unterschied, ob du moralisch dich verhältst, weil du sonst bestraft wirst, oder ob du moralisch dich verhältst, weil du gar nicht anders kannst. Wegen deiner inneren Verfasstheit. Mhm. Das heißt, du kannst die Meditation nicht benutzen und die Stärke aus dem Inneren, um draußen Unrat anzurichten. Muss ja gar nicht so negativ sein, aber ich kann alles nur für mich machen. Ich will ein größeres Haus, ich will mehr Geld auf dem Bankkonto. Ja, kannst du ja machen. Ist doch gut. Nur eins darfst du nicht machen, dass du daran hängst. Mhm. Dass es für dich wichtig ist, das große Haus. Mhm. Wenn es morgen abbrennt, musst du sagen, so what. Mhm. Hast viel Geld, ist morgen weg, ist auch gut. Mhm. Ja, beides gut. Mhm. Ja. Und welche Impulse können wir konkret geben, praktischen Rat, wenn sich jetzt jemand wirklich dafür interessiert und sagt, wie fange ich da jetzt an? Muss ich mir Kopfhörer aufsetzen oder gehe ich auf die Matte oder mache ich so eine aktive Imagination? Was würden Sie raten? Also ich vermute schon, dass nur die Menschen damit beginnen, die eine Leidensgeschichte haben. Mhm. Und die kann ich nur ermutigen, sie kommen aus der Leidensgeschichte raus. Nehmen Sie mal einen Schmerzpatienten, wenn er sich diesen Übungen unterzieht, da gibt es ja zahlreiche, es gibt ja auch Yoga und Aikido und Judo, dann hat er den Schmerz zwar noch, aber er leidet nicht mehr darunter. Mhm. Ja. Das ist ein ganz anderes Empfinden. Ich kann nur sagen, wenn Menschen jetzt Interesse haben oder in der Leidensgeschichte sind, einfach mal anfangen mit einer Meditationsübung. Sie können ja googeln über alles das, was ich gesagt habe. Meine Erkenntnis ist, es braucht schon eigentlich einen Lehrer. Also so ganz alleine. Da fängt man an, hört wieder auf. Mhm. Das Vorteilhaft ist ein Lehrer, es gibt ja genug. Man kann nach Holzkirchen gehen, da ist der Benediktushof, da hat Williges gewirkt, den gibt es immer noch mit einem riesen Programm für solche Wege. Mhm. Mal ein Wochenende machen am Benediktushof, kann sich Zen-Meditation aussuchen oder Bogenschießen oder christliche Kontemplation oder alles Mögliche. Das ist eine großartige Adresse, die ich empfehlen kann. Das andere ist das Dürkheim-Zentrum, wo Dürkheim gewirkt hat. Das ist auch ein großes Netzwerk von Therapeuten. Die arbeiten mit den Dürkheimischen Methoden. Mhm. Auch eine Anlaufstelle für Menschen in Not, um diesen Anfang zu finden. Ja, das lernt man dann da. Das zweite ist, dass ich die Erfahrung gemacht habe, alleine geht das nicht so gut. Man sollte in einer Gemeinschaft sein. Man nennt das im Buddhismus ja Sangha, eine Weggemeinschaft. Es geht also besonders gut in einer gleichen gesinnten Weggemeinschaft und mit einem Lehrer. Und dann wird man auch weitermachen, weil der Lehrer einem schon sagt, weil er weiter ist, wie man auf dem Weg bleibt. Und in dem Moment, wo du deine innere Veränderung, Verbesserung spürst, die anderen Menschen draußen auch, du merkst es in deiner Arbeit auch, du hast viel mehr Energie, dann wirst du weitermachen. Mhm. Den Effekt braucht man so lange durchzuhalten, bis man die positiven Effekte merkt. Und da würde ich nur auch sagen, einfach anfangen. Auch absichtlos anfangen. Nicht sagen, ich will das jetzt loswerden.
Es ist ja bei der Schattenintegration nicht so einfach. Ich sage ja, die unterdrückten Schatten, die weiß man noch, da kann man ja vielleicht mal anfangen. Die verdrängten weiß man nicht mehr. Aber jetzt an Ihr Referat zum Thema, wie kommt das Böse in die Welt? Ja, wie werde ich das denn jetzt wieder los? Wie integriere ich den Schatten? Also es geht um die Versöhnung mit dem Bösen. Es ist einfach so, dass wir begreifen müssen, dass wir gute und böse Inhalte in uns haben. Das hat uns diese Ethik auch des Christentums beschert, die gesagt haben, du musst nur gut sein. Ja. Und wenn du nicht gut bist, ja, dann verdrängen wir das oder unterdrücken das. So entsteht der Schatten. Wie kommen wir wieder raus? Das Allerwichtigste ist, wenn man diese negativen Inhalte loswerden will und muss, und das muss man, um weiterzukommen, weil man sonst blockiert ist, dass man, das haben wir aus dem Buddhismus gelernt, das unterscheidende Denken nutzen. Das unterscheidende Denken würde hier bedeuten, dass wir sagen, ich habe das Böse in mir, aber ich bin nicht das Böse in mir. Das ist ein ganz wichtiger Einstieg. Was ich habe, kann ich loswerden. Was ich bin, kann ich nicht loswerden. Das ist ein ganz wichtiger Einstieg, um die Schattenbearbeitung hinzukriegen. Das Zweite ist, die dann aufkommenden dunklen Schatten, die wir verdrängt haben, die sieht man im Traum oder in der Imagination, dass man denen einen Namen gibt. Man benennt sie. Wenn man sie benennt, sind sie schon außen. Man kann sie angucken, man kann sie malen, man kann eine Skulptur machen, man kann sie angucken. Und man kann meditieren, dass man sie loslässt. Und man kann sagen, ich bin hier der Chef. Der dunkle Bruder, die dunkle Schwester, die das Schattenpotenzial verwaltet, spielen Champions League. Und wir spielen Amateurliga. Das ist unglaublich, wenn Druck drauf kommt, wie die dunkle Seite sagt, ja, fährst du auf der Autobahn, ich schneide einer, machst du so. Das ist der dunkle Bruder. Und wenn man diesen Weg der Schattenintegration geht und das übt, und das kann man üben, auch mit Meditation wird das langsam weniger werden, dann hat man Energie frei. Es ist ein riesen Energiepotenzial, dieses dunkle Potenzial. Hat die ganze Energie frei für die positiven Inhalte. Und da haben sie mich gefragt, wie wirkt man denn da außen? Mit einer unglaublichen Power. Ja? Ja. Also ich habe auch, nachdem ich das alles geübt habe, in der Wirtschaft ganz anders gewirkt als vorher. Es ging ja mit meiner Karriere erst richtig los. Ich habe ja viel erfolgreicher gearbeitet und alle wollten bei mir arbeiten, wussten nicht warum. Das wäre meine Frage. Das sah also nicht so aus, dass Sie dann mit 45 vielleicht gesagt haben, okay, dann bin ich hier ganz raus, ich ziehe mich zurück in ein Kloster und diese Welt interessiert mich gar nicht mehr, sondern es hat sie transformiert, aber gleichzeitig eben auch noch auf dem Marktplatz sozusagen handeln lassen und wirken lassen. Und wenn wir hier nochmal zu dem Begriff Business-Ethik kommen, wäre das eine Voraussetzung für eine Wirtschaft, die, das Prädikat moralisch gut verdient hätte, dass die einzelnen Akteure so eine Art Training unterlaufen, dass sie sich da geistig schulen? Also das Buch ist auch aus meiner Erfahrung als CEO erfolgreicher Unternehmen letztendlich. Natürlich haben wir auch Ethikrichtlinien gehabt. Natürlich haben wir auch Ethikseminare gehabt oder Vorträge gehabt oder die Führungskräfte geschult. Wenn ich mir dann angucke, was dann dabei rausgekommen ist und die Effizienz aller dieser Maßnahmen, dann muss ich ganz bescheiden sagen, vieles hat nicht viel bewirkt. VW hat wunderbare Ethikrichtlinien. Aber die Ingenieure, die die Software dauernd gefälscht haben, die konnten gar nicht anders. Die wurden ja unter Druck gesetzt. Also das nützt alles relativ wenig. Ich will denen, die Ethikvorlesungen halten oder Seminare machen, nicht zu nahe treten, wie jetzt gerade zur Zeit dem Kollegen Lindt. Ich hoffe, dass er mir das verzeiht. Sondern mein Ansatz ist ein ganz anderer Ansatz. Mein Ansatz heißt nicht, ich muss jetzt durch Worte und hören, was ein Ethiker da mir erzählt. Wenn ich unter Druck komme, vergesse ich das sowieso, wenn das Individuum unter Druck kommt. Sondern ich versuche, den Menschen klarzumachen, weil ich es auch so gelebt habe, wenn ich den inneren Weg gehe, bin ich in der Außenwelt auch ganz anders stabilisiert. Das heißt, ich verhalte mich nicht unmoralisch. Ich habe eine gefestigte Ethik, die von innen kommt. Ich bescheiß die Leute nicht, weil ich gar nicht anders kann.
Nicht, weil mir einer da irgendwas dazu gesagt hat oder weil ich ein Ethikseminar besucht hatte, weil ich gar nicht anders kann. Das heißt, in dem Buch versuche ich klarzulegen, einen integralen Ansatz zu einer tragfähigen Ethik, die zum moralischen Verhalten führt. Und da ist als Anker Erich Neumann mit seinem Buch 1948, Taschenbuch, Tiefenpsychologie und eine neue Ethik. Mhm. Großartig. Und wir sind mit der christlichen Ethik, du musst gut sein, völlig in der Sackgasse gelandet. Wir haben alle solche Schatten. Mhm. Man muss dazu stehen, dass man gut und gut ist und Böses hat, nicht ist. Das Böse kann man loswerden über das, was wir besprochen haben. Und dann kommt auch ein Verhalten in der Außenwelt, dass gar nicht so viel passiert, was ich verdrängen muss oder unterdrücken muss. Sondern ich kann mit Gelassenheit auch zulassen, dass ich was nicht weiß, nicht kann oder was verliere. Ja? Ich stehe dazu. Mhm. Ich habe auch Mut dazu. Vorher hat man ja Angst. Das scheint mir also ganz wichtig zu sein. Und das ist der Kern dieses Buchs. Es sind auch viele gute Interviews drin. Ich spreche über Unternehmensführung, über Personalführung. Ich spreche darüber, wie mit einem solchen Ethikansatz der Mensch, die Führungskraft, der Manager, der Vorstand sich erstmal selbst führen lernen muss, bevor er andere führt. Ja. Horst Ewald Richter hat immer gesagt, nur wer mit sich selbst im Reinen ist, kann mit anderen fürsorglich umgehen. Dann kann man andere führen. Und wenn Sie Führungsseminare heute so belegen, da wird immer darüber gesprochen, wie man die anderen führt. Aber es ist relativ wenig Seminare, wie man sich selbst führt. Und Sie können sich ja vorstellen, wie einer mit so einem richtigen Schatten hinten als Egomane andere führt, nämlich militärisch. Und über Projektion. Da haben Sie ja drüber gesprochen, die Projektion. Seine Inhalte werden auf die anderen projiziert und sagt, der hat da Mist gemacht und dem gebe ich es. Ja, und der wird jetzt kritisiert und den schmeiße ich jetzt raus. Ja, es resultiert ein ganz anderer Führungsstil. Das ist mein Ansatz zur Ethik. Deswegen vertrete ich da keine Ethikrichtlinien, sondern ich, und das passt ja zu all dem, was wir bisher diskutiert haben, einfach nur den inneren Weg weitergehen, das mit der Ethik und Moral ergibt sich ganz von alleine als Frucht, die vom Baum fällt. Ja, es macht einen großen Unterschied, ob ich nicht klaue in einem Supermarkt, weil da eine Kamera ist, oder ob ich nicht klaue, weil ich gar nicht anders kann. Ja? Wenn ich nicht klaue, weil da eine Kamera ist, dann ist vielleicht moralisch noch gut, das Ergebnis, aber ethisch nicht so gut. Ja. Wenn ich aber nicht klaue, weil da ist keine Kamera, ich kann gar nicht anders, ist eine tragfestige Ethik, eine hohe Moral. Ja. Was so als praktisches Beispiel. Du, wie gesagt, das ist in dem Buch sehr praxisorientiert und ich musste es einfach schreiben, nachdem bei VW das alles passiert ist. Und ich war ja lange Zeit CEO von großen Unternehmen und wenn ich darüber spreche, ich habe das gemacht, die Ergebnisse wurden immer besser. Also wenn wir gesagt hätten, wir bauen jetzt eine Chemieanlage auf Mount Everest, dann wären wir losmarschiert. Also und das heißt, ich habe auch mit den Mitarbeitern auf zwei Ebenen kommuniziert. In den Anfangsjahren nach 45 noch unbewusst, aber die haben das gespürt. Das heißt, ich hatte schon vielleicht noch eine Maske auf, die war durchlässig und da wirkte aus dem Inneren was durch, was den anderen ergriffen hat. Er wusste dann, wie er sein Problem löst. Ich habe da keine Kritik geäußert. Also das war mit Empathie und Mitgefühl, habe ich gesagt, wie kann ich dir helfen? Das ist dann so, wie es das in der Praxis auswirkt. Und Ethik und Moral ergibt sich von ganz alleine. Und dann sind die Unternehmen auch hoch erfolgreich. Und wenn Sie an Wirecard angucken, also keine tragfähige Ethik und eine Unmoral führt nie zu langer Existenz von Unternehmen. Die gehen alle irgendwann kaputt. Also es ist sogar noch ein wirtschaftliches Interesse dahinter. Ja, ja. Ein Ergebnis. Da. Sie kriegen tolle Wertsteigerung und Ergebnisse als Unternehmensführer. So ähnlich wie man sich sagen kann, okay, ich weiß zwar nicht, ob ich die Erleuchtung erreiche durch Meditation, aber wenn sich meine Gesundheitswerte und mein Immunsystem verbessern, dann ist das ja auch schon mal was. Und vielleicht kann man auch für diejenigen, die noch zweifeln und skeptisch sind, schon mal, ja, aber das hat auch solche Wirkungen, so ein Einstieg. Also ich meine, ich will jetzt nicht so behaupten, dass ich erleuchtet bin. Ja, wie ich wirklich bin, werden Sie schon spüren. Was mir ganz wichtig ist, um den Menschen auch Mut zu machen, weil ich selbst durchlebt habe, also passiert nicht sofort die schnelle Erleuchtung. Bei manchen passiert es überhaupt nicht.
Williges Jäger hat mir auch manchmal gesagt, da sitzen Leute bei mir da im Session, die sitzen schon 30 Jahre da, die tun mir gerade richtig leid. Da ist ja noch nichts passiert. Sondern ich möchte Mut machen, so wie es bei mir auch gewesen ist. Ich habe natürlich auch angefangen, aufgehört. Das ist alles völlig normal. Also mein jüngster Sohn sagt immer zu mir, du hältst da tolle Reden, auch in so Interviews, aber du meditierst ja gar nicht jeden Tag. Ja, da hat er mich dann am Wickel. Ich habe einen wunderschönen Sendo und Meditationsraum. Der ganze Tag ist meine Meditation. Der Alltag als Übung, wie Dürkheim sagt. So ein Titel von Dürkheim. Aber was man spürt, ich glaube relativ schnell, das macht allen Mut, damit anzufangen, sind die kleinen, feinen Veränderungen des eigenen Verhaltens, der eigenen Gefühle. Und dann merkt man irgendwann auch, dass die anderen darauf reagieren. Ja? Also mir ist jetzt was passiert, was ich also überhaupt nicht erwartet habe, das Feedback von dem Ziebes-Interview. Ich weiß nicht, was da jetzt passiert ist. Auf jeden Fall, mehrere haben mir gesagt, du hast ganz anders gesprochen als bei deinen früheren Vorträgen. Du hast aus dem Bauch oder aus dem Herz gesprochen. Und vorher hast du aus dem Kopf gesprochen. Du hast Dinge behauptet, die du selbst nicht lebst. Also das hat mich jetzt mehrfach schon überrascht. Plötzlich passiert da so ein Sprung. Und die kleinen, feinen Veränderungen, die spürt man relativ schnell. Jeder hat die schon gehabt, diese Erfahrungen. Der Dürkheim hat immer gesagt, wenn wir es nicht geglaubt haben, was er da so erzählt hat, mach mal die Augen zu, erinnere dich an deine Kindheit und deine Jugend. Und dann erzähl mir mal eine Situation, wo du ganz glücklich warst als Kind. Und da kommt von jedem was. Und sagt er, und das ist eine Seinsfühlung. Und wenn das größer ist, eine Seinserfahrung. Und das ist es. Und das hast du verloren, als du erwachsen wurdest. Und daran kannst du wieder Anschluss nehmen. Jeder hat das schon gehabt. Wir haben das manchmal auch als Erwachsene. Sehr verknüpft damit ist ja auch die Intuition und zu neuen Ideen. Also Intuition kommt von intueri, sich nach innen wenden. Also ich sag mal, die meisten Erfindungen, Innovationen sind nicht durch Denken passiert. Also wenn mir da gar keiner glaubt, weil ich oft Vorträge halte über, wie kommen Ideen aus dem Nichtdenken, 20 Nobelpreisträger kann ich zitieren, die wunderbar geschildert haben, wie aus einem Nichtdenken plötzlich das Peng gemacht hat. Dann sagt man Blitz, Bauchgefühl oder so, Intuition. Also da sind wir weit weg vom Denken, als der Heisenberg auf Helgoland Mitternacht im Gewitter stand draußen und da macht's Peng und die Quantenphysik war da. Also das Problem muss schon konstelliert sein. Ja? Das muss man mitnehmen. Und ich habe ja auch einen Innovationspreis, den Mayer-Galo-Preis für Wirtschaftschemie, der honoriert Innovationen in der Chemie, die für die Menschheit wirklich wichtig sind und die sehr nachhaltig sind. Der wird jetzt zum 10. Mal verliehen, Ende November. Und dann frage ich die Preisträger immer, wann ist denn die Idee gekommen? Wann ist der denn die Idee gekommen? Weil ich ja auf dem Trip bin, der sitzt. Und es ist schon mehrfach passiert, dass sie gesagt haben, beim Duschen. Weil beim Duschen, das werden die Gehirnforscher bestätigen, schaltest du das Denken aus. Und Thalamus und limbisches System schaltet sich ein. Es ist kein Denken mehr, es ist nur noch Fühlen. Und plötzlich kriegst du Peng. Woher? Ja, aus Larger Consciousness System. Oder woher? Dann muss man es aber aufschreiben, sofort. Dann wird es zur Inspiration. Dann muss es einatmen. Das ist weg. Oder im Wald Spaziergang. Ich habe plötzlich meine Schritte gefühlt. Ich habe die Bäume gesehen. Habe aber den Raum zwischen den Bäumen gespürt. Und aus dem Raum zwischen den Bäumen kam die Idee. Also ist schon ganz spannend. Also es führt zu sehr erfolgreichem Wirken in der Wirtschaft, auch zum persönlichen Wohlergehen. Sie können dann auch tolle Häuser bauen, ganz reich werden. Man darf nur nicht dran hängen. You should not be addicted, sagen die Buddhisten. Es gibt ja auch sehr reiche Buddhisten im Asien. Ja. Das ist nichts Schlimmes. Du kannst vielleicht dann einsetzen zum Wohle anderer oder für die Gesellschaft und nicht alles für dich behalten. Aber es ist grundsätzlich nichts Schlimmes, da materielle Dinge da anzuhäufen. Man kann sich auch verlassen können. Nicht? Also es sind so viele kleine Benefits, wenn man diese Einflugschneisen nutzt. Es sind aber meine Einflugschneisen, es sind meine Erfahrungen. Andere können andere finden und sagen, also Bogenschießen ist für mich überhaupt der Hit. Ja? Dieses Einssein im Hier und Jetzt
und wo der Pfeil ohne mein Wollen losgeht, einfach. Und bei den Turnieren, ja auch in Bhutan, ich bin sehr Bhutan verbunden, ist der Lieblingssport, Kyudo, also Bogenschießen, gewinnt nicht der immer nur, der in die Mitte schießt, sondern der, der in die Mitte schießt mit einem Lächeln im Gesicht, mhm. völlig absichtslos, mhm. einfach so, geht der Pfeil los. Mhm. Das ist der Gewinner. Ja? Und Bhutan, da wird ja immer behauptet, da ist das Glück erfunden worden. Mhm. Das ist aber nicht das westliche Glück. Das ist also mehr Glückseligkeit, was von innen kommt. Und ich bin dem Land sehr verbunden. Ich habe mit einem Freundeskreis pro Bhutan im Gesundheitswesen dort ein großes Krankenhaus gebaut und eine Schule für blinde Kinder und für Taubstumme. Das machen wir auch immer weiter. Und es hat so den Anschein, dass also da eine neue Aufgabe auf mich zukommt, über die ich jetzt noch nicht sprechen darf. Und dann werde ich wahrscheinlich noch mehr hier den Menschen in Deutschland erklären müssen, sollen, wollen, was ist eigentlich das Glück, was die da suchen. Die fliegen dann nach Bhutan, weil das Glück da erfunden worden ist und sie kommen zurück, aber haben es gar nicht gefunden. Denn das, was die da suchen, finden sie nicht. Satchit Ananda, Sein, Bewusstsein, Glückseligkeit. Also, hier schließt sich für mich was an. Wie gesagt, da kann ich noch nicht drüber sprechen, aber es passt eigentlich nahtlos. So genau wie auch die Aufgabe als Präsident der Humboldt-Gesellschaft jetzt 3 Jahre mich begleitet hat, weil Alexander von Humboldt einfach so viel Großartiges als Universalgelehrter gesagt hat. Alles ist Wechselwirkung, alles ist miteinander verbunden. Er hat es nicht selbst erfunden, das kommt von Heraklit, aber er hat es in die Welt gebracht. Das heißt, wir müssen es kommunizieren. In der Welt wirken. Er war kein Spiritueller. Aber er hat es in die Welt gebracht. Und wenn ich heute dran denke, Wechselwirkung, alles verbunden, Corona-Krise, alles ist verbunden. Ja? Epigenetik. Ja? Wir wissen seit ein paar Jahren, dass eine Traumaerfahrung ja, sich auswirkt auf unser Genom, wo die Ein- und Ausschaltmechanismen blockiert werden an ganz bestimmten Gensequenzen, sodass dann der Mensch durch das Trauma geschädigt ist. Das nennt man posttraumatische Bewusstseinsstörung. Es ist aber was Physikalisches. Das heißt, da werden Methylgruppen, also mit Molekülanteile, eingebaut in die chemische Struktur dieser Gensequenz und blockiert die Ein- und Ausschaltmechanismen, die du brauchst, wenn du in einer Stresssituation bist. Das muss man sich mal vorstellen. Der Prozess ist auch reversibel. Man kann die tatsächlich chemisch wieder abspalten, die Methylgruppen. Da gibt es auch Medikamente. Ja, es gibt sogar Veröffentlichungen, wo also traumatische Erfahrungen von Soldaten jetzt in Afghanistan zurückkommen und die werden behandelt mit Medikamenten, um diese Methylgruppe wieder abzuspalten. Andererseits gibt es auch Medikamente, damit die Chemie der Andockung der Methylgruppe gar nicht erst passiert. Das heißt, der Pilot ist geschützt vor einer Traumaerfahrung. Also das ist ein ganz spannendes Thema. Ja, und wenn man weiß, dass Verhaltensweisen und Ängste, wir sind ja bei der Angst in der Corona-Krise, massive Ängste sich sogar manifestieren an den Ein- und Ausschalt, ich sage nicht an den Genen, an den Ein- und Ausschaltmechanismen unserer Genstruktur. Und deswegen geht das Immunsystem dann auch in die Knie. Da muss man erstmal sehr vorsichtig sein, bevor man anderen Menschen Angst einjagt. Ja, das ist ein Verbrechen. Und man muss sehr hilfreich sein, um das reversibel rückgängig zu machen. Und alle haben das. Ja, und das sind wir ganz am Anfang in der Epigenetik, um einen Bereich zu nehmen, der mich also heute ziemlich beschäftigt. Jetzt kommt die Psycho- und Neuroimmunologie noch dazu, die das alles bestätigt. Das können Sie alles messen. Angst. Ja, ja, und das ist im Business, wenn man erfolgreich sein will, um darauf zurückzukommen, sehr praktikabel. Ab und zu treffe ich ja auch mal ein paar Manager. Aber die Mehrheit hat es überhaupt noch nicht begriffen. Ich würde sagen, die Unmoral nimmt zu. Weil die Unmoral zunimmt, weil die Schattenpotenziale groß sind, auch bei dem Individuum, des Vorstandsvorsitzenden und des Vorstandes. Wenn Druck aufs System kommt, also die Geschäfte werden schlechter oder der Vertrag wird vielleicht nicht verlängert, ja, und alles sowas, dann fangen die an zu fälschen und zu schummeln, ja, und die Bilanzen werden gefälscht und siehe Wirecard, aber es ist ja nicht nur Wirecard.
Es ist mir wichtig zu betonen, es gibt viele Unternehmen, gerade auch im Mittelstand, wo Besitzerunternehmer großartig ethisch und moralisch richtig führen, weil eine hohe Identifikation mit dem Unternehmen da ist. Aber bei den Großunternehmen, wo dauernd gekauft und zugekauft, abgespalten und stillgelegt wird, haben dort die Menschen überhaupt keine Identifikation mit dem Unternehmen. Mhm. Ja? Da passieren dann solche Dinge, dass dann, wenn Druckkauf kommt, dann sind die Menschen unmoralisch. Und da wird immer einer gesucht, der schuld ist, und ansonsten ist das Unternehmen ja clean. Ja? Also wenn ein paar Leute entlassen. Aber so einfach ist das nicht, weil diese Unmoral begleitet ja die Leute, die so strukturiert sind, nicht nur im Berufsleben, sondern auch im Privatleben. Ja? Sie sind letztendlich, wie Dürkheim sagt, trotz aller Erfolge, auch wenn sie in Nadelstreifen sind, innerlich ein Kind geblieben. Vielleicht ist das ja jetzt ja auch gerade die Chance. Der Druck wächst ja, und der Druck wächst ja auch auf Unternehmen, jetzt aus dieser Situation, aus dieser Krise herauszukommen. Und die einen gehen vielleicht den Schattenweg, und die anderen können sich noch eher besinnen und ja, nehmen sich vielleicht da gute Ratschläge und merken selber, das ist eine Reise. Das ist eben eine Reise, von denen ich, wo ich jetzt auch höre, der Reisebegleiter ist selber noch auf der Reise. Ich bin da auch gespannt, was Sie da über Bhutan zu berichten haben, und welches Projekt sich dahinter... Wenn es soweit ist, können wir was machen. Ja, sehr schön. Herr Mayagalo, vielen Dank für das schöne Gespräch hier im Nebel um das Schloss herum. Aber ich glaube, Sie haben uns den Weg ein bisschen erleuchtet. Sie haben auch eben davon gesprochen, es geht darum, diesen inneren Weg weiter zu gehen, den eigenen Weg, selbst wenn er jetzt im Nebel ist. Aber ich glaube, das hat doch einige noch weitere Schritte gehen lassen. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Ja, ich habe zu danken. Also es war ein wunderbarer Diskurs. Ich möchte gar keine großen Final Statements hier abgeben. Wir werden es wahrscheinlich ja wieder treffen. Aber eins möchte ich doch sagen, den Zuhörern und Zuschauern. Don't wait until you die. Nicht warten bis zur Erleuchtungserfahrung im Sterbeprozess. Jetzt anfangen. Dann habt ihr noch so viele Jahre, bis ihr alle tot seid. Also don't wait until you die. Oder don't wait until you are ill. Auch jetzt in der Corona-Krise. Wartet doch nicht darauf, bis ihr Covid-19 kriegt. Mhm. Fangt jetzt an, euer Immunsystem zu stärken, Resilienz aufzubauen. Trefft euch mit Gleichgesinnten. Ja? Kriegt eine positive Ausrichtung. Das ist mein größter Wunsch. Don't wait until you die and don't wait until you're ill. Vielen Dank. Danke auch. Wir hatten, glaube ich, nie ein besseres Schlusswort. Das könnt ihr jetzt direkt umsetzen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war unser Gespräch. Erhard Mayagalo im Interview auf Kaiser TV. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Du, du, du sollst erkannt.